Ein bisschen etwas von einem Vorstellungsgespräch. Nein. Ja, erzähl mal, was sind deine Qualifikationen? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Also es läuft, hä? Ist gut. Ich habe gerade ein Ding gesehen von Trevor Noah, wo er sagt, es sollte eigentlich nicht so, weißt du, bei den Campaign-Ads gibt es ja so richtige Anti-Ads, wo sie die andere Kandidatin oder der andere Kandidat dissen und sagen, er ist verantwortlich für das, dass Babys sterben und solche Sachen. Und das gibt es nur, also ich weiß nicht, wo es überall gibt, aber in den USA gibt es es. Und das sagt, es sollte verboten werden, weil eben bei einem Bewerbungsgespräch sagst du ja auch nicht, ich muss doch nicht sagen, was meine Qualifikationen sind, der andere ist scheiße. Nein, das stimmt. Nicht der andere. Das stimmt. Ich glaube, wir sind schon drin, oder? Ja, ja. Alright. Wann hast du dein letztes Vorstellungsgespräch gehabt? Puh, das ist eine gute Frage. Habe ich jemals eins gehabt? Also ohne Scheiß. Hast du noch nie ein Vorstellungsgespräch gehabt? Ich glaube, doch, ich habe sicher schon mal gehabt. Für ein Praktikum beim Radio, das war in dem Fall vor 16 Jahren. Castings sind ja eigentlich auch Vorstellungsgespräche. Stimmt. Sogar recht intensive. für so Film oder für was? Für eine Kinderserie ist das gesehen. Best Friends. Wo ist die hergelaufen? SRF. Ah, und ja. Dort hast du mitgemacht, ne? Genau, das ist ein Schulhaus-Soap gesehen, mit so Kindern und ihren Problemen. Hast du mir noch geil? Ja, im Programm erzähle ich sogar ein bisschen drüber. Das nämlich okay. alle sind so zwischen 20 und 25 gesehen und haben aber so Teenager gespielt, oder? Und Kids. Also einerseits arbeitsrechtlich und so und andererseits einfach, ja, das ist immer so. Ich meine, bei OC und so Zeugs hast du ja auch irgendwie der eine, ich glaube 27 gesehen und hat so, ich bin der verlorene 16-Jährige und so weiter. Gefangen im Körper von genau. 12-Jährigen. Genau. Ja. Und wir haben es in Amsterdam gedreht. Weil es billiger ist oder weil man einfach ein Argument mehr gehabt, für 20-Jährige anzulocken. Das hat man, glaube ich, dort noch nicht mal gewusst. Es ist gesehen, weil die Originalserie aus Holland war und dann haben sie es irgendwie oft übersetzt und dann ist sogar die Original-Crew dort gesehen, die Regie, die das vorher gemacht hat und so. Und ja, es war eine spezielle Zeit gesehen. So wie lange hat er dort gelebt? Dritte Staffel bin ich fix dabei gesehen. Ich muss mein Handy weg tun. Vibriert da die ganze Zeit. Frank Richter, okay. warte jetzt, ich bin die dritte Staffel bin ich 6 Wochen am Stück dort gesehen. Auf dem Hotel, im Hotel gelebt. Das ist ja recht viele Folgen gewesen dann. Hey, brutal viel. Die haben wirklich, es ist so, halt klassisch Soap, da wird oft rausgeballert. Also du hast für eine Szene hast 3 Takes vielleicht. Okay. Und that's it. Und dann muss es halt sitzen, oder? Und nachher bin ich wirklich ein bisschen gestört gewesen. Weil du 6 Wochen dich um nichts musst kümmern. Du bist 6 Wochen bist du in einem Hotel und du kriegst einfach immer eine Mail mit einem Plan oder sie ganz drin in die Hand. Und dann heisst es einfach, du musst dann und dann dort sein. Und dann legt jemand für dich Kleider raus, die du in der nächsten Szene hast. Dann tut jemand frisieren. Dann hast du das Morgenbuffet. Und das Einzige, was du dir musst achten, ist, dass 2 Kameras, dass du nie über die Linie gehst. Weil sonst gibt es eine Achse. Sprung. Mhm. Ja. Wieso? Wenn wir jetzt miteinander reden, ist ja quasi, ich bin jetzt von dieser Seite gefilmt, also von rechts, und du bist von dieser Seite gefilmt von links. Wenn du jetzt aber hier wärst, wärst du auch von rechts. Dann würde es nicht aussehen, als würden wir miteinander reden. Ja. Und das ist das Einzige, worauf du musst achten. Also die Leute haben für dich gedacht, sozusagen. Alles. 6 Wochen lang. Und nachher bin das ich so daheim. Das Leben von einem Profifußball. Aber ich stelle es mir wirklich so vor. Also weißt du, du hörst ja oft von Fußballern irgendwie, dass die nicht können Rechnungen zahlen und so Scheiß. Ja, aber gleich müssen wir in Interviews zu so mega komplizierten Sachverhalten Stellung beziehen. Weißt, du so, meinst, so, warum sie 2-1 verloren? Zum Beispiel, ja. Das übersteigt meistens schon die Kompetenz. Nein, aber sie werden ja auch so zum Weltgeschehen, zu Katar oder so befragt. Du solltest dann eine Meinung haben. So. Yeah, yeah. Das ist irgendwie absurd, oder? Wenn du wie so in einer Bubble lebst und dich mit nichts musst befassen, so, außer mit Fußball.
Aber das ist ja grundsätzlich so, auch wenn sie auf einem roten Teppich auf einmal kommen und irgendwie, keine Ahnung, Großschauspielerin aus Deutschland zu Katar befragen. Mhm. Und danach hat, sagt die entweder dazu, sage ich nichts, oder sie sagt einen Satz. Und danach wird da dann wieder extrahiert und danach heisst es, C&C hat gesagt, genau, in Katar ist ganz schlimm, und danach regen sich die Leute auf, was hat die jetzt das Gefühl, warum muss die jetzt etwas erzählen? Genau. Oder? Und wenn sie nichts sagt, heisst es, sie bezieht keine Stellung dazu. Mhm. Sie tut es gut heissen. Genau, supportet es am Schluss noch. Wann hast du das letzte Bewerbungsgespräch gehabt? Vor 6 Monaten. Ja? Ja. Für? Ja, ist egal. Hast du es gekriegt? Ich habe es bekommen, ja. Ah, wirklich? Ja. Also, die jetzige Job? Ja, genau. Ja, aber das heißt nicht? Nein, das ist so. Gehört nicht ins Fernsehen. Oder YouTube, oder was auch immer. Ja. Aber es war online. Das ist noch so, ich glaube, Bewerbungsgespräche führt man neuerdings online. Das habe ich ja schon gehört, ja. Das ist noch speziell so. Meine Freundin hat sich für ein Zimmer bewerben, weißt du? So, ein Wegezimmer? Ja, nicht einmal. Es war so speziell gewesen, weil irgendwie ein Hotel, das bankrott gegangen ist, und dann haben sie auf die Zimmer fix vermietet. Aha. Und das ist auch online gesehen. Dann hast du einfach so dort hocken. So, hast du gar nicht gewusst, für was du dich bewirbst? Genau. Ist so wie, ja, okay, das ist noch speziell. Und wie ist es gesehen, so eine Online-Bewerbung? Ja, ich habe vor 3 Wochen herausgefunden, dass man so, dass der Hintergrund kann so Blur machen, weißt du, so, dass man es nicht sieht. Ja, also kannst du ja auf einmal auf Hawaii sein. Genau. Yeah. Und ich glaube, mit dem solltest du nicht so rumspielen. Weißt du, es gibt ja noch Filter und so. Und ich bin noch so am Ausprobieren gewesen, weil es wie ein Online-Tool war, wo ich halt so wie 40 Minuten vorher wie abgeladen und müssen einrichten, weil sie über das haben wollen, das Bewerbungsgespräch machen. Und ich habe nicht so gewusst, wie es funktioniert. Aber sonst... Und dann bist du mit Glitzer... Genau, mit so einer Hunde, mit so Hundeohren bin ich dann über meine professionelle Haltung geredet, genau, im Arbeitsalltag. Du bist jetzt eigentlich als Hosch, als Kunstfigur da, oder bist du jetzt als Privatperson da? Ja, jetzt haben wir über Vorstellungsgespräche geredet, würde ich schon sagen, ich bin als Privatperson da. Aber es ist auch ein bisschen an dir zu sagen, als was dass ich da bin. So. Das ist ja dein Podcast. Das wird vielleicht noch herausfinden. Ja, das. Weil, also wir kennen uns ja nicht gut. Das stimmt, ja. Und du bist eben sicher auch bewusst ein bisschen Mysterium. Ja, also als Kunstfigur ist mir das ein Stück weit ja auch. Ja. Yeah. Glaub's. Ja. Es war bewusst die Entscheidung, so Kunstfigur zu sein, glaub's. Ja, und warum ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Ja, dass man es noch ein bisschen besser trennen kann. Ich glaube, so wie, eigentlich sollte es ja länger, wenn jemand auf der Bühne steht, dass wie die Leute ihn als das wahrnehmen, dass jetzt das auf der Bühne passiert, dass nicht alles ernst gemeint ist, was er sagt. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Mhm. Das ist ja am Publikum herauszufinden, wenn ist jetzt was. So. Und ich glaube, so eine Kunstfigur ist einfach nochmal etwas weit drüber, wo man wie halt wie das probiert, noch etwas stärker zu trennen. Mhm. So. Vor allem, wenn es die Figur ist vom Horschützen, wo eigentlich so ein bisschen der Anti-Held ist, oder wo ich eigentlich so ein bisschen verkörper als meine dort, wo ich nicht so konsequent kann sein kann, oder wo so meine, wie soll ich sagen, meine Fehler eigentlich als etwas Positives rausheben. So. Und eigentlich dann so mit dem eigentlich die schlechten Sachen wie auf mich beziehen und so tun, als wäre es etwas Gutes. Mhm. Weißt du, ich meine? So. Yeah. Und ich würde sagen, es war eine gute Entscheidung, das so zu machen. Merkst du das auch bei den Leuten, die das sehen, dass sie das dann auch besser können abstrahieren? Ja, also es. Ich glaube, wenn es jemand wie nicht gut findet oder die Inhalte wie nicht einverstanden ist mit dem, oder manchmal liegt es ja an mir, dass ich etwas wie nicht so kann überbringen kann, wie ich es eigentlich hätte wollen, dann kommen sie ja gleich zu mir und sagen, ja, scheiße gsi, oder das ist voll daneben, warum sagst du das? Mhm. Dann ist es ja, beziehen sie ja gleich auf Person. Das ist ja okay, aber... Ja, aber ich finde es eben noch spannend, weil
wie du sagst, eigentlich sollte es länger, dass die Person, die auf der Bühne ist, dass das dann eine andere ist. Weil das ja, ist ja effektiv ist, so. Also ist ja bei Filmen ist es ja auch so, lustigerweise können die Leute bei Filmen das viel besser abstrahieren. Yeah. Dass es nicht das er spielt, eine Figur. Genau. Aber irgendwie beim Theater können sie es auch viel besser abstrahieren. Weil es, ich weiß nicht warum, vielleicht weil es so eine... wo es anerkanntere Kunstform ist als jetzt Stand-Up-Comedy. Mhm. Und bei Stand-Up-Comedy ist es ja immer auch noch ja, tut man halt persönliche Sachen von sich geben oder eben ist irgendwie die Leute fehlt vielleicht so ein bisschen der, ja, weiss auch nicht, der, das Verständnis für die Art von Kunst. Ja, und es ist natürlich auch ein schmaler Grat, weil ich sehe das dann bei gewissen, wo zum Beispiel James Acaster, wo sehr, sehr stark eine Kunstfigur gemacht hat. Und das einzige Special, wo er irgendwie behauptet, dass ich ein Undercover-Detektiv gesehen und einfach eine riesige Geschichte. Und es ist völlig klar, dass es nicht er ist. Aber es ist ja gleich er, weil alles, was er drin erzählt, ist eigentlich seine Verarbeitung von gewissen fast Traumata oder was weiß ich. Und dann das, was er wann hat er das rausgebracht? Vor 2-3 Jahren. In dem dann ist er quasi schon sehr sich selber. Mhm. Natürlich ist es immer noch eine Bühnenfigur, ja, oder? Aber ja, ich glaube, das macht es für die Leute dann auch noch schwieriger, wo jetzt genau die Grenze ist. Und der Name ist sicher schon das Erste. Das einfach, wenn die Person gleich heisst wie privat, dann ist es so, ja, die Privatperson geht jetzt auf die Bühne. Können Sie bei dir das austrennen, so die Leute? Besser. Besser als auch schon. Ja. Aber ich habe das Gefühl, so wie ich jetzt hier im Pod bin, bin ich bei meinem Auftritt, selbst nach dem Auftritt, lang nicht. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann noch mit Leuten rede oder so, dann bin ich immer noch so ein bisschen in einem Performance-Modus. Mhm. Und das ist ja eine starke Version von mir, aber es ist trotzdem nicht die Person, die daheim auf dem Sofa hockt. Genau. Und irgendjemand dort ist für mich dann so, wenn ich dann nach dem irgendwie in die Garderobe gehe oder dann etwas gehe trinken, dann bin ich mir selber so. Und wenn die Leute wie auf selber der Straße wie ansprechen, wechselst du dann im Modus, so in der... Oder bist du dann auch dich selber? Nein, da bin ich schon mir selber. Also, das heisst ja nicht, dass ich dann gerade... was? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das... Ich weiß nicht, vielleicht ist das so. Also, es gibt so Leute. Ja. Es gibt so Leute, die wirklich... einen, den ich kenne, der wirklich, wenn der ins Restaurant läuft und der merkt, irgendjemand hat... Also, wird noch nicht mal ihn angesprochen, aber hat einfach gesehen. Dann geht es voll in Performance. Aber voll. Und der ist der wie ein Promi oder der kennt man so aus Film, Fernsehen? So. Ja, ein bekannter Comedian. Okay. Ja. Und das ist dann auch noch crazy. Super anstrengend, Tönz. Es ist zum Teil ein bisschen too much, ja. Ist es für ihn selber aber kein Stress? Nein, ich glaube, das ist... macht er gerne. Ja, ich glaube, das ist sein Leben. Ah. So lebt er. Ah, krass. Nein, also dann bin ich schon... Eben, es ist, ich behaupte, der grosse Unterschied ist die Energie. Also die Energie, die ich auf der Bühne habe, ist nicht die, die ich privat habe. Ja. Oder nicht mehr die, die ich privat habe. Warum nicht mehr? Pff, ich bin ja schon 34. Alter. Das merkst du, wenn ich die ganze Zeit die Energie habe. Boah, das wäre auch anstrengend für die Leute herum. Merke ich schon. Also ich bin auch in Kollegenkreisen mit Comedians, wenn ich mal richtig gut drauf bin, dann ist es nach einer halben Stunde, tut, jetzt musst du bremsen. Ja, okay. Und in der Schule bist du auch so gewesen? Oder in der Schulzeit? Ganz schlimm, ganz schlimm. Ein anstrengendes Kind gewesen? Yes, es geht. Wirklich? Mhm. Auf die volle Kanne, eben, schaut mich an, die ganze Zeit, oder? Aber du bist ja echt ein chillter Dude. Denkst du? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. 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 Und der Horsch? Mhm. Der ist eigentlich auch chillt, aber er ist intensiv. Ja, ich glaube, er tut sich so gerne so ein bisschen reinsteigern in die Themen. So. Yeah. Ja, und denkt vielleicht fertig, was ich so, mir so im Alltag für Gedanken mache. Mhm. Was dann wie heisst, so, ja, eigentlich ist es wie... Könnte man es jetzt auch gut sein. Aber der, der dann nochmal sagt, was hast du jetzt gesehen? Was genau hast du jetzt gesehen? Yeah. So, der einfach. Und weil man das ja nicht macht im Alltag, ist es wie gut, das noch mal anders auszuleben. Absolut, ich glaube, genau. Das hilft auch für die eigene Gesundheit. Sehr, ja. Und ich glaube, ja, Kunst hat da wie so ein bisschen, also ich sehe auch Kunst als das, dass es eben wie etwas kann sein, wo man Sachen kann ausprobieren kann, die eigentlich schon im Leben an sich nicht so
passend wäre. So. Mhm. Und das ist, wie gut gibt es das einen Ort, wo das möglich ist. So. Mhm. Und darum finde ich es wie schade, wenn die Leute das nicht alles das verstehen, was es ist. Nämlich ein Ort, wo man kann Sachen wie, wo man auch mal kann scheitern kann, wo man auch mal kann drüber sein kann. Ja, wo man auch mal kann abkacken kann. So. Mhm. Weil im Leben ehrlich, das wenig mal leiden. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja. Yeah. Dass man sehr danach strebt, dass lückenloser Lebenslauf, wenn man nochmal zurückgeht zum Vorstellungsgespräch, ist so erstrebenswert. Aber eigentlich ist es nicht wirklich das Leben. So. Aber ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist Comedy, außer natürlich irgendwie bei einem Firmenanlass oder was weiß ich, aber wenn es wirklich eine Comedy-Show ist, wo es das abgesteckt ist, mhm. habe ich das Gefühl, ist das auch recht als das angesehen, dass man sich wirklich so kollektiv darauf einigt. Mhm. Wir sind jetzt in diesem Raum und in diesem Raum zählen jetzt für die nächsten 2 Stunden andere Regeln. Das stimmt. Und das finde ich recht geil. Das stimmt, aber, also ich weiß, du hast ja noch, wann hast du angefangen? Irgendwie Anfang 10er Jahre, oder? Irgendwie. Ja, an die 12 hatte ich den allerersten gehabt, bis zu einer offenen Bühne. Dann im 13. 2 und dann 1. November 13 war die Premiere vom Solo. So. Und für mich ist eigentlich ab dem Solo ist die Zeitrechnung. Aber, okay. aber so sind wir jetzt eigentlich ziemlich bald bei 10 Jahren. Okay. Ich habe 15 angefangen und dann war es schon noch nicht so gewesen, weißt, so, du hast im Mixed-Show gespielt und dann sind irgendwelche Bauchredner gekommen mit so Puppen, jemand hat jongliert, ein Zauberer hat irgendetwas gezaubert so, und dann ist es wie, weil es wie noch nicht so die Bühne hat gegeben, oder? Das ist wie so, und dann ist das Verständnis schon noch ein bisschen anders gewesen von ja, was ist, das ist jetzt Stand-Up-Comedy, wenn du dann so zwischen einer Schlangenfrau und einem Pantomime-Dude, dann kommst du noch da und erzählst und sie fühlen sich so ein bisschen ab. Das passt überhaupt nicht. Yeah. Weißt, so, ist mehr so das Zirkus-Ding gewesen, so, wo dann noch einer zwischendrin ein paar Witzchen gemacht hat. Und das hat sich schon auch ein bisschen verändert, denkt es mir. Weißt, dass es wie das reine Comedy-Shows gibt, es gibt wie einen Ort, die Leute können das wie machen, es ist wie so. Und das hat mir gedacht, sonst wüsste ich es nicht, dass es dann das schon so hat gegeben, so in dieser Form. Aber das hat mich gedacht, am Anfang war es noch nicht so klar Comedy gewesen. So. Nein, definitiv nicht. Und das, logischerweise braucht das ein paar Jahre, bis eben ein paar Leute das immer klar als das deklarieren und machen, damit ein anderes Zeugs nachziehen kann und sich das so überhaupt entwickelt. Weil ich habe immer gesagt, an gewissen Orten, die ersten paar Jahre, habe ich gemerkt, ich muss zuerst erklären, was ich jetzt machen werde. Mhm. Weil sie eben erwartet haben, dass ich dann irgendwann eine Perücke anziehe oder dass ich die Gitarre oder das lustige schräge Instrument, das irgendwie noch nie jemand gesehen hat, also dass irgendwie sonst noch so etwas passiert. So ein bisschen Klamauk noch kommt. So. Und ich musste am Anfang, habe ich so die erste halbe Minute oder so, habe ich einfach gebraucht, um zu erklären, also ich bin Joel und ich werde jetzt keine Gitarre nehmen und ich werde keine Perücke anziehen. Ich habe es nicht ganz so gesagt, aber ich weiß nicht mehr was genau. Und ich werde jetzt einfach reden. So, einfach, dass das für euch klar ist. Und das ist wirklich, mir so ein bisschen ausschildern. Aber ich glaube, in den 10 Jahren, wo ich es jetzt mache, hat sich das brutal entwickelt, oder? Ich meine, damals habe ich davon geträumt, dass es irgendwann mal ein Open Mic gibt. Also ein Comedy-Open Mic. Und jetzt gibt es ja... Du hast ja so eine Late-Night-Show gehabt, oder? Ist das mit dem Johnny Holiday? Yes! Ja. Yeah. Das ist ja ziemlich etwas, denn das hat es ja auch noch nicht so gegeben, oder? In dieser Form. Das war ja ziemlich neu gewesen. Das ist, und es war vor allem speziell gewesen, weil ich gesagt habe, ich mache eine Late-Night-Show im Theater. Ja. Also wir haben es dann schon noch ausgestrahlt. Mhm. Eine Zeit lang hat der Knack etwas Ähnliches gemacht. Und der Elsie. Ah, mit dem Ugi zusammen, gell? Das war das gewesen. Mhm. Knack, ja. Und der Elsie. Aber ja, so 2010 habe ich das angefangen. Ja. Und dort ist wirklich ganz klar, es ist Copy-Paste Conan O'Brien gewesen. Und ich gesagt habe, genau dieses Segment machen wir mit wirklich zuerst kleinen Stand-Up, wo aber eben sehr newsbezogen war. Dann irgendwie ein Einspieler. Irgendetwas Dummes. Man geht dann durch Erotik-Mess. Weißt du, einfach so. Und dann effektiv
Talkgast und vielleicht noch eine Studioaktion mit Talkgast und so. Wer ist denn das Koloss am Anfang? Sind das deine Klassenkollegen gewesen? Hey, oder einfach wirklich zusammentrommelt von Bekannten und Verwandten. Mhm. Und das Geile ist gesehen, es hat dann wirklich eine schöne Eigendynamik gekriegt. Weil eben, ich bin Anfang 20 gesehen, das heisst, mein Umfeld sind hauptsächlich Studieleute gesehen. Ja. Man hat geschaut, dass als Studie hast du 18 Stutz gezahlt. Wie gesagt, das muss irgendwie zahlbar sein. Mhm. Oder? Und mit der Zeit ist etwas sehr Geiles passiert, nämlich, dass die Show wie eine Begleiterscheinung gesehen ist von einem grossen Social Gathering. Mhm. Wo einfach die Leute gewusst haben, ja, wir gehen die Show schauen, aber das sind zwei Stunden vom oben. Mhm. Sie sind zum Teil gar nicht in den Ausgang. Sondern, ich weiss noch einmal, schaue ich auf die Uhr und es ist 3 am Morgen und es sind draussen vor dem Theater 30 Leute am Rauchen und Saufen und dumm labern. Mhm. So, also es hat sich dann wirklich so entwickelt, als das ist auf der Ort, wo man hingeht. So der Jugendtreff. So, so wirklich, ja. So in dem Stil. Ja. Und danach sind wirklich mit der Zeit sind einfach Leute gekommen. Einfach irgendwelche. Ah, ja. Der Frank Baumann hat gesagt, Wirtschaftsstudentinnen. Das sei. Das war die Zielgruppe von dem, oder? Hat gesagt, dass sie hauptsächlich die Leute, die dort sind. Ja. Was nicht ganz stimmt. Ja. Aber es ist wirklich so ein Ding geworden. Und dort habe ich dann auch den Switch gemacht. Wenn ich gewusst habe, jetzt langsam mit dieser Late-Night-Show bin ich jetzt dann so am Ende. Mhm. Mein grosser Traum ist immer gesehen, Stand-up zu machen. Mhm. Dann fand ich, muss das Momentum mitnehmen. Und ja. Ich habe gesagt, hey, dann ist die letzte. Und alle so, was, wieso? Jetzt läuft es ja und es ist immer voll und bla bla. Und sage, ja eben, drum, jetzt ist die letzte. Und dann habe ich dort können sagen, und übrigens, eben im November, kommt dann Solo. Und der Johnny Holiday, was hat er für eine Rolle gehabt denn? Der Johnny Holiday ist der fucking König gewesen. Weil er ist der DJ gesehen, weil wir uns keine Band uns können leisten konnten, oder? Aber Late Night Show hat ja eigentlich eine Band, also habe ich gesagt, wir haben einen DJ. Ja. Und wir haben es genannt, Late Night, das Primetime Orchester. Mhm. Und er war auch Sidekick gewesen. Im Sinn von, er hatte ein Mikrofon gehabt und am Anfang habe ich da so, eben so mega wollte ihn in so eine Rolle zwängen, wo ich so gefunden habe, weißt du, und dann machen wir das und du bist dann so und da, da, da. Und es hat alles scheissdreck interessiert. Und mit der Zeit ist er der absolute One-Liner-Killer gewesen. Der hat vielleicht in 2 Stunden hat vielleicht 5-mal etwas gesagt. Mhm. Aber wenn er etwas gesagt hat, sind die Leute komplett abgelagen. Weil er ist auf dort gesessen. Er ist auf dort gesessen hinter seinem DJ-Pult. Mhm. Und irgendwann fällt mir etwas ein und dann sagt er es. Und er ist jetzt nicht der emotionalste Mensch. Also er ist offener und lockerer geworden als er schon, aber früher ist er einfach gesagt, ja. Also es ist eigentlich das absolute, zuerst denkt man, das absolute Gift für einen Sidekick. Absolut Gift auf Deutsch. Also wirklich so, scheiße, das kannst du nicht brauchen. Mhm. Und es ist dann aber ein Gift geworden, Englisch im Sinn von, Der hat das perfekt angekriegt und meine Überenergie und der hebelige Dude, wo du hey, ja. Hat es eigentlich genau gebraucht, dass du so einen ruhigen Gegenpart gehabt hast. Und Gäste hast du immer wie ausgewählt? Oder das ist so, hey, wer spannend findest? Oder? Ja, und wirklich so Promi, also ich habe dort schon sehr Comedy-lastig gesehen. Man hat viele Leute gehabt, die irgendwie Auftritt gemacht haben. Wir haben immer eine Musikband gehabt, riesen Aufwand. Weißt du, wo dann wirklich, die sind mit dem ganzen Equipment gekommen. Irgendwie Indie-Bands, 5-köpfig, alles. Drei Gitarren, Schlagzeuge, also Bass und was weiß ich. Und für 2 Songs. Weißt du, so erste Hälfte da spielt ein und dann manchmal noch Talk. Mit einer haben wir dann gemerkt, vielleicht lassen wir es auch. Der Talk. Mhm. Und Hauptgast ist eigentlich oft eben jemand gesehen, wo du gewusst hast, kann irgendwie einiges erzählen. Mhm. Also, aber immer von Basel-Leuten, oder? Nicht nein, überhaupt von nicht. Von ganz Schweiz. Eben Frank Baumann, Christa Rigozzi, extra vom Tessin runtergefahren, oder raufgefahren, geografisch. Dann ist die letzte, zum Beispiel, der Benny Thurn hergesehen. Beste Gast ever. Also wirklich, ich habe genau gewusst, was ich machen muss, oder? Und so, und ich habe dann eigentlich mit den in den Talks immer so ein bisschen probiert, so
finde ich etwas Lustiges, wo mal irgendjemand so einen YouTube-Clip oder so von ihnen, und dann zeige ich den und dann schwätze ich über das. Und sonst ist es einfach so ein bisschen Revue passieren. Ja, ja, ja. Und dann haben sie so ein bisschen ihre geilsten Anekdoten auspackt und so. Der Mike Müller und ich haben effektiv eine Flasche Wodka getrunken auf der Bühne. Also er, zwei Drittel. Ja, ja. Oder etwa halb. Hat gelangt, ja. Okay, fair. Und einfach so. Also es ist riesen Zeugs gesehen, jedes Mal. Und ist für mein Privatleben aber katastrophal gesehen. Warum? Ich bin komplett, jedes Mal nach der Show bin ich super depressiv gesehen. Aber so richtig. Weil so viel Glückshormon so hast ausgeströmt. Weil du irgendwie drei Wochen lang voll im Stress bist. Weil ich habe eine Late-Night-Show gemacht. Die ersten fünf Shows hat noch ein Kollege mir geschrieben, der Alain Eicher. Und ich habe einen anderen Kollegen gehabt, der effektiv da oben wie produziert hat. Mhm. Das heißt, er hat immer so ein bisschen auf der Seite gesehen und hat mal gezeigt, Alter, mach mal weiter. Wir müssen zum nächsten Punkt gehen. Zeig mal, Achtung, das Slide hast du noch drin. Ja. So. Aber alles drumherum habe ich von null auf selber gemacht. Und ich habe so, in effektiver Arbeit sind das sicher 60-80% gesehen. Und dann ist es natürlich noch so ein bisschen der klassische Procrastinator. Das heisst, fünf Tage vorher habe ich eigentlich nicht mehr gepennt. Ich habe nur noch geschrieben. Irgendwie Monolog-Jokes, dann irgendwie für die eine Rubrik immer etwas, dann haben wir irgendwie noch einen Einspieler übertragen, dann habe ich dann geschnitten und so weiter und so fort. Und dann machst du die Show und es macht und die Show ist fertig. Und dann ist meistens das Schlimmste gesehen, nachdem irgendwie eben noch ein riesen Gathering gesehen ist, bin ich am nächsten Tag bin ich aufs Theater aufgeräumt. Und das ist wirklich, das ist der saddest Moment ever. Weißt du, so wie nach einer Wegeparty. Aber wirklich, aber es ist wirklich, es ist so traurig. Ja, du bist dann einfach in diesem leeren Theater und alles zusammenwischen und die verwüstete Garderobe. Und manchmal ist es gerade nach der Show gesehen, also zum Beispiel nach der mit der Christa Rigozzi, bin ich sofort backstage und bin sicher eine Stunde nicht ins Restaurant, Bar. Und einen Kollegen habe ich gesehen, den ich wirklich gut kennt, habe ich so, hey, komm hinten. Und dann bin ich dort hinten gesehen, einfach wegen so Häufchen Elend. Ich so, fuck, ich weiß nicht, was ich da mache. Und an anderen Tag, irgendwie, glaub, zum Beispiel nach der mit dem Jacobo, da hatte ich so ein richtiges Hoch gehabt. Zwei, drei Tage, so, boah, ist das geil gewesen. Und dann, wieder. Und dann bist du komplett in dem Loch, oder? Und da habe ich gemerkt, das ist wirklich nicht gesund. Weil du machst so viel für einen Moment und da ist dann wieder wie weg. Also ist das jetzt nicht mehr, wenn du jetzt wie so das letzte Mal dein Solo spielst oder so? Null. Ja. Null. Wenn du mehrmals kannst aufführen, oder? Ja, und weil es so ein konstanter Prozess ist. Also irgendwie, weißt du, auch ein Kackauftritt ist nicht für nichts gesehen. Das ist ja genau das. Yeah. Weil du kannst immer etwas daraus rausziehen und du kannst konstant weiterentwickeln. Und darum habe ich dann immer gesagt, als ich angefangen habe, Stand-up zu machen, das war meine Befreiung aus dem Loch und so. Und das hat aber jetzt gestimmt. Und dann haben wir aber im 16. nochmal ein Special gemacht, so ein einmaliges Special von der Primetime Show. Und dort habe ich so gesagt, weißt du, eine Woche vorher, ja, ist viel Arbeit, ich habe vergessen, dass es so viel Arbeit ist und es ist schon noch Stress und so. Aber weißt du, wenn dann die Show ist, ist geil. Und dann mache ich die Show und während der Show habe ich gemerkt, fuck, ich finde das ja gar nicht so geil. Auch das ist mir zu stressig. Es ist so viel. Auf alles schauen, verantwortlich sein. Aber du bist ja nicht mehr ganz allein gewesen, wahrscheinlich, jetzt mit 16. Genau das Gleiche wieder. Okay. Es ist wirklich eben, und darum ist es wie ein Blast from the Past gesehen. Okay. Und gut, der Basch ist noch zu Gast gesehen, was eh sehr. Sehr unterhaltsam, aber auch sehr schwierig zum Containen. So. Ja. Und in dem Moment bin ich ja eben der Gastgeber. Ich würde aber schauen, dann schauen. Das ist alles. Hey, eine Weihnachtskugel zerstören ist okay, aber nicht der ganze Baum. Ja, weißt, so. Ja. Und dann weiß ich noch, bin ich nachher da und dann habe ich eben Manu, dem Produzent und Johnny Holiday, habe ich gesagt: Jungs, mega geil gesehen, wir machen es nie mehr. Nie mehr? Nicht so wie Benissimo irgendwann wieder. Nein. Würdest du nie mehr machen? Nein. Also, ich habe es eben dort gemerkt. Ich habe gefunden, ich habe jetzt ein bisschen Nostalgie gekriegt, habe gesagt, komm, wir machen so ein Special. Und da habe ich wirklich dort den Plan gehabt. Immer das eine Jahr mache ich irgendwie ein neues Programm und das andere Jahr machen wir so ein Weihnachtsspecial und bah. Und dort habe ich gemerkt, fuck, nein. Wie? Aber Late Night Show würdest du machen? Nein. Auch nicht bei einem Sender? Nein. Wirklich, weil ich habe es gehabt.
Ich hatte es. Und aber es wäre ja schon ein bisschen anders, oder nicht? Es war schon ein bisschen anders, aber... Ich bin diesen Sommer bin ich zu Trevor Noah geschaut. Und ich liebe Trevor Noah. Wo hat er gespielt? Im Hallenstadion. Ah, ja. Den glaube ich mal zu Genf schauen. Mhm. Aber es ist viermal verschoben und am Schluss habe ich gar nicht mehr gewusst, wann das jetzt genau ist. Aber das ist jetzt glaube ich genau die Show gewesen, weil hast du am Tag drauf glaube ich in Genf gesehen. Okay, ja. Und ich finde das grossartig und hat ein sehr geiles Programm gemacht. Und jetzt das Neueste, und ein Kollege von mir, der auch ein riesen Fan ist, hat dann das Gleiche müssen sagen, nachdem man in glaub, Kopenhagen schauen. Hey, ich verstand's, wenn du vier oder fünf Sendungen in der Woche machst, hey, dann leidet halt, was auch immer du sonst noch machst, oder? Yeah. In dem Fall ist das sein normaler Stand-up. Mm-hmm. Und der Devil sagt es auch, der Devil spielt ja sonst jetzt momentan so gut wie nichts. Mm-hmm. Und hat auch nichts im Moment. Also mm-hmm. wenn er dann jemals aufhört mit der Late-Night-Show, mm-hmm. dann muss er von null anfangen und sich etwas Neues erarbeiten. Aber du kannst nicht beides machen. Und, okay. und dort ist meine Liebe halt so 100% bei Stand-Up. Wo ich immer so das Gefühl hatte, eine Late-Night-Show will ich machen, aber nachdem ich es dann gemacht habe, egal unter welchen Umständen, mhm. merke ich, nein. Okay. Das ist aber echt noch eine gute Erkenntnis. Ja, aber es ist ja oft so der Comedian-Traum, eine Late-Night-Show zu haben. Es kommt immer ein bisschen auf Generation drauf an. Mhm. Aber würdest du eine machen? Also ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber ich würde es schon gerne machen. Ich fände es schon cool. Mhm. Aber eben, es braucht wie... Aber viel mehr als das, was man denkt. Ja. Yeah. Und ist auch, ich glaube eben, dass das Ding von dem immer neu machen, also wir ja in Bern, die Stand-Up-Bern ist ja alle Monate so. Yeah. Und die Leute wollen immer neues Material, also schreibst irgendwie immer neues mhm. Zeug für so einmal. Das war so, so die Anfänge, schreibst du es und dann ist es irgendwie... Und das ist schon anstrengend, so das Liefern und dann yeah. merkst du so wie, ja, jetzt habe ich es für das geschrieben und jetzt ist es wie durch. Ja. So. Yeah. Ein bisschen schade. Ja gut, aber das könntest du ja wieder verwenden. Ja, ja, das habe ich ja dann auch gemacht, dann bin ich auch auf Zürich und genau. habe das Zeug, genau, aber am Anfang war es halt so, gewesen, oder? Dass du es schreibst und dann ist es weg. So. Und wenn du es zweimal das Gleiche bringst, kommen die Leute und sagen, das hast du schon mal gemacht. Ja, ja. ja das Mach mal etwas Neues. Das finde ich eh faszinierend. Beim Konzept Stand-Up-Bahn. Oder? Da hast du so die Regulars, eben, die immer neues Zeugs bringen. Ich meine, wie lang spielst du denn? Also wie viele Minuten musst du im Monat? 10 bis 15. Aber das ist crazy. Also weißt Also ich tue nicht jedes Mal auftreten, oder, aber am Anfang war es schon so, gewesen, mhm. dass es wie eben, Johnny, der Jules, die haben das wie monatlich gemacht. Das ist schon... Ich finde das insane. Es gibt zum Beispiel, kennst du Kill Tony? Ja, das habe ich mal gesehen. Dort haben sie ja immer eine Minute Zeit, mhm. oder? Und dort haben sie jetzt auch ein Regular, ich glaube Hans Kim heisst der oder so. Okay. Das ist jetzt mittlerweile auch Support-Act von Joe Rogan und so. Mhm. Und der kommt jede Woche mit einer neuen Minute. Und allein das schon, klar, musst du nochmal anders strukturieren, weil du musst dann wirklich ganz kurzes Zeug irgendwie mhm. ankriegen. Und wenn du jetzt 10, 15 machst, dann kannst du dir auch mal gönnen, sag mhm. jetzt mal, ein bisschen etwas Längeres als Einleitung zu nehmen. Aber ich finde das schon einen extrem krassen Stress. Ja. Ja, und da Performance leidet, also sehr. Also, Performance bei mir auch ist nicht so super, aber wenn es dann wie immer ein neues Ding ist, so kannst du es ja gar nicht. Ja, das habe ich Zeit gebraucht, bis ich das verstehe, oder? Dass es so ein bisschen muss wie wachsen und. Yeah, yeah. Ja, dass du ein kleines Gefühl musst bekommen für einen Text und dass du das ein paar Mal musst gespielt haben und so. Und, Es gibt zwar den grossen Appeal vom ersten Mal. Also es gibt ja oft so Bits von Leuten, wo sie sagen, hey, als ich das erste Mal getestet habe, hat es gekillt. Mhm. Und dann hatte ich 5 katastrophale Shows, wo ich das ausprobiert habe. Und weil es einfach nicht mehr das Feeling ist von... Es funktioniert. Ich erzähle es euch jetzt zum ersten Mal. Oder? Ja, okay. Das gibt ja noch so ein bisschen Zusatzding. Weil das ist, glaube ich, der Schluss, oder? Dass man es so wie erzählt, als wäre es zuerst... Mal, oder? Absolut. Dass man so wie einem Kollegen wie du kommst in die Beine zu sagen, ey, jetzt muss ich dir das erzählen, das ist jetzt gerade passiert. So, genau. Das Gefühl, oder, ist ja eigentlich das, was man will, jedes Mal haben. So. Absolut. Und das siehst du dann auch irgendwie, habe ich jetzt mit einem Kollegen gehabt, wo der hat, weißt du, so ein Bit, wo man weiss, das ist das absolute Knallerbit. Und dann habe ich das gesehen, und ich gesagt, du bist gar nicht mehr
wirklich in dem Ding drin. Und es funktioniert trotzdem, weißt du, aber... Du tust deine Shows aufzeichnen, oder? Immer, ja. Jeder, also... Aber wenn du so das Ding jetzt aufzeichnest, wann machst du das? Am Anfang oder am Schluss von so einer Solo-Tour? Aha, du meinst wirklich effektiv aufzeichnen? So zum, ja. Jetzt haben wir es gerade gemacht. Jetzt habe ich es gerade... Also am Schluss... Ziemlich. Ja. Jetzt habe ich noch 6-7 Shows oder so. Mhm. Und ich habe es jetzt gerade aufgezeichnet und es kommt jetzt dann auch online, kommt es ein bisschen früher und dann effektiv so ziemlich genau auf der Niere kommt auch ein Ausschnitt davon am Fernsehen. Okay. Und das ist aber das erste Mal, dass ich es jetzt so können machen. Mhm. Also effektiv SRF Comedy Showcase heisst das. Mhm. Und sonst habe ich einfach ich habe immer wählen und ich habe bei dem ersten Programm habe ich effektiv habe ich einen Videomensch gebucht, der es dann gut gefilmt hat und so. Und beim letzten Programm ist es einfach mehr Zufall gesehen. Da habe ich eigentlich die ganze Tour gefilmt, aber nicht qualitativ mega hochstehend. Bei gewissen haben wir Audioaufnahmen noch extra können rausspeisen und so vom Technikpult. Und eigentlich war meine Idee, gewesen, dass ich dort dann so einen Zusammenschnitt mache, quasi von der ganzen Tour. Die war eh nur eine Saison. Gewesen. Und dann nimmst du 5 Minuten von Basel und 5 Minuten von Zürich und 3 Minuten von Bern und so. Mhm. Das der Chris Rock hat das mal gemacht. Der hat mal von 3 Orten hat er immer so hier und her geschnitten. Oder? Und funktioniert das? Ja, ich habe ein spannendes Konzept gefunden. Ich dachte, so auf YouTube hauen, war das eigentlich noch easy. Ja. Und dann ist halt Dings gekommen, Corona, oder? Und mein... Stimmt, ja. Ganz vergessen. Und mein letzter Auftritt vor dem Lockdown ist gesehen, 12. März, also wirklich oben vorher. Und alle haben so wie gewusst, es wird passieren und Zeugs und Sachen. Es ist wirklich so optimistische Weltuntergangsstimmung gesehen in dem Moment. Mhm. Und ich habe einen Zug vor 13 Leuten gespielt. Und, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele No-Shows und 20 oder so haben noch ihre Tickets zurückgegeben und also wirklich denkst du, okay, fuck, 13 Leute. Aber die 13, die dort waren, die haben so ultimativ Bock gehabt, dass ich gefunden habe, okay, das ist jetzt nicht die beste Aufnahme, aber ich knall einfach das Ganze von dem oben knall ich drauf. So. Und das ist momentan immer noch online. Ich würde es jetzt irgendwann wegnehmen, wenn es andere dann... Bist du auch so depressiv gewesen, wie nach Primetime? Oh nein! Wo so wie durch ein leer Theatersaal mit Tränen in den Augen... Überhaupt nicht, ich kann nicht mehr so Nein. Dass jetzt die grosse Pause ansteht. Irgendwie nicht, weil ich bin eigentlich recht froh gewesen. Wir haben die 2-3 Wochen vorher haben mich gestresst. Ja. Weil dort ist so wie gesehen, so ein bisschen, manchmal, warum spielen wir überhaupt noch? Und irgendwie die Woche davor hatte ich eine katastrophale Show gehabt, von mir gesehen. Okay. Und ich habe so gedacht, fuck, es hatte irgendwie 6 Grad und scheiß Wetter. Und da hast wirklich das Gefühl gehabt, die Welt geht unter. Mhm. Aber dort, es ist immer so. Am nächsten Tag kriege ich so eine Mail von jemandem, der an dieser Show gesehen ist. Best, von ich mit einer wahnsinnigen Lebensgeschichte. Und dann bist du so, fuck, okay. Also es macht dir dann gleich immer noch irgendwie Sinn. Ja. Yeah. Und das bekommst du, das heisst, also immer so, du kommst viel so Mails über, wo du dein Leben verändert hast. Das ist ja schon noch schön. Ohne Scheiß. Wirklich? Es ist krass. Es ist gerade jetzt, kürzlich, hat mir jemand eine Mail geschrieben, wo in Bern ist geschaut, vor allen Orten. Und allein schon, dass überhaupt die Personen können in Bern schauen können, ist ein riesen Ding gewesen, weil irgendwie... Das Auto ist irgendwie am Arsch gegangen und sie sind irgendwie zur Nacht irgendwie, ich weiß nicht wo, überall, haben sie mich umreisen und am nächsten Tag mit dem ÖV und also überhaupt, dass sie ein Show gekommen sind. Mhm. Und ich habe so einen kleinen Teil am Schluss, wo ich halt so ein bisschen erzähle, warum eigentlich das Programm so heißt und so. Und dann schrieb die Person, das hat mich motiviert, dass ich an dem oben dann noch eine Blindbewerbung an meine Traumstelle verschickt habe. Und jetzt hat die Person die Stelle effektiv. So gut. Das ist abartig geil. Und das ist... Also vor allem auch schön, jetzt ist es wie dir, wie so erzählt. Mega. Also ich find das auch... Also weißt du, das ist ja genau das, was oft fehlt. Wenn du jetzt wirklich nur Show spielst und dann gehst und dann spielst du wieder eine Show und so. Irgendwann musst du ja auch noch Connection haben zu den Leuten, die kommen. Also, weil das sind ja die Wichtigsten. Ohne die könntest du ja nicht das machen, was du machst und umgekehrt, oder? Und das ist, also ja, das ist wirklich
Huere geil. Aber ich meine, was ich dort gemeint habe, ist, es ist immer so, die Shows, wo du selber dann irgendwie das Gefühl hast, ah, es ist nicht so gut gelaufen. Oder, nee. Genau. Das ist nicht wie... Dort kommen meistens mehr Feedbacks. Ah, ist noch lustig, ja. Mm. So, aber genug über mich. Wir reden in 5 Minuten wieder über mich. Ist gut, was? Perfekt. Wie ich gesagt habe, Stand-Up Bern ist ich finde es noch geil, weil wie so oft hat Bern oft so ein bisschen etwas anderes gemacht. So im Vergleich zu Basu, oder? Im Vergleich zum Rest von der Deutschschweiz. Ja. Hörst du immer so von der Comedy-Szene, sagst du so, Berner machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. Also der Stand-Up Bern ist ja auch eben keine klassische Mixed-Show. Es ist aber auch nicht ein reines Open Mic. Es ist so eine mega geile Hybrid, wo eben, wie du gesagt hast, irgendwie der Jules und Johnny Reto. Und Reto, die bringen immer neues Zeugs. Das heißt, die Leute wissen, das ist so... Das ist so das Tryout. So. Genau, das ist so unsere Safe Place, aber es kommen dann andere Leute, die aber auch eingeladen werden. Genau, also nicht einfach irgendjemand taucht auf. Mhm. Und es ist so ein cooles Environment. Ich habe es immer noch nicht geschafft, dort mal aufzutreten. Ja. Herzlich willkommen, jederzeit. Wir schreiben immer und es sind immer Daten, wo ich sonst schon immer spiele oder so. Aber wir kriegen es auf jeden Fall noch an. Ja, ich glaube, entstanden ist so ihre ganze schummrige Bar so in Bern. Yeah. Und so fast so ein bisschen Pöpp-mässig. Und dann ist halt wie, die sind auch dort gewesen zum Saufen und irgendwie wie Kollegen treffen. Aber ja, nicht wirklich wegen, dort hat noch irgendjemand gerät vor dran. Und dann, also ist aber eigentlich recht gerade mit Kamera gefilmt und dann hat so wie, aber es halt wie, ist so entstanden aus, also der Johnny und der Jules haben das wie gegründet, oder, und haben das wie angefangen, weil es wie zu Bern, ja halt wie viel gibt es, Poetry Slam gibt es yeah. Bühnen viel und so halt wie im Dojo so der lustige Zeisti, aber so das Stand-Up Ding hat es wie nicht gegeben und sie haben das wie angefangen machen, genau, und wo ich bin schauen, war es, glaube ich, die zweite Show, gewesen, so, wo der Carpi noch moderiert hat. Mhm. Mit einem, was war das? Irgend so ein kleines Keyboard und so. Und, genau. Und dann dachte ich so, ah, cool, das würde ich auch gerne. Also, habe ich wie das wie gesehen und dachte so, das würde ich auch gerne machen. Fände ich geil. So. Yeah. Oder auch, wie cool gefunden, gibt es so das Format, wo man das eben auch mal ausprobieren kann. So bin ich wieder dazugekommen. Und das ist dann immer wie grösser geworden, sie sind dann wie nebendran in einem grossen Club und jetzt ist es im Vis-à-vis in einem Keller, recht auch so ein Schlauch, aber gute Stimmung, so ein bisschen das geile Location. Ambiente, ja, kennst du, so ein bisschen das Jazz-Club-Ding, yeah. so ein bisschen. Und Bierhübeli, genau, das ist so abwechslungsweise und mittlerweile kommen auch ja, viele Comedians von eben außerhalb, so, die extra dorthin kommen für aufzutreten, ist super cool. Yeah. So ein Fact. Und es ist so ein bisschen so entstanden, genau, so das Ding. Und hast du... Sorry, erzähl bitte. Und das mit Bern ist, glaube ich, mehr so... Ich glaube, die Bern hat einfach ja, es ist so eine eigene... Es hat ein bisschen etwas träge, so, muss man ehrlich gesagt sagen. Weißt du, Bern ist so... Es ist so die Beamtenstadt halt. Es hat so etwas... ja, die Musik ist ja auch meistens so ein bisschen melancholisch, so jetzt, ja, oder es hat so etwas Wehmütiges, so ein bisschen, das ist einfach ein eigenes Ding, so, und er hat, ist halt wie, ja, Biel gehört ja auch eigentlich noch zum Kanton, zum Beispiel, ist auch wie, ist halt ein ganz anderer Vibe, so, als der Rest von Schweiz, ja, irgendwie haben es wie alle gern, aber das ist so auch, es ist aber auch nicht irgendwie etwas, wo dann wie eine grosse Rolle spielt, hat man so das Gefühl. Ja. So. Yeah. Weißt du, was ich meine? Oder? Ja, ich bin jetzt schon länger nicht mehr in Bern gesehen, außer eben mal irgendwie solo oder so. Aber ein guter Kollege, der in Bern lebt, und früher bin ich sehr viel bei ihm auch gesehen, mit ihm rumgehängt und so. Und es hat wirklich... Du sagst jetzt träge, für mich hat es schon fast übertriebene Gemütlichkeit mit
man lässt sich einfach so ein bisschen treiben. Ich habe das Gefühl, die Leute in Bern sind so, das ist jetzt pauschalisiert natürlich, aber sind so ein bisschen in den Tag hineinleben. Mhm. Und das hat etwas extrem Positives, also vor allem in einer heutigen Gesellschaft, wo alles immer sehr schnell und durchtaktet muss sein. Aber das kann sicher auch die Trägheit geben, weil es dann irgendwie so ist, ja komm, wir machen mal ein bisschen etwas, aber nicht hey, jetzt legen wir los. Und da sind eben so zur gleichen Zeit, oder sogar jetzt früher in anderen Städten, sind alle so gesehen, eben Comedy, komm, jetzt müssen wir mal loslegen, oder? Ja. Bam, 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 bam. Und Stand-Up-Bahn ist dann so das Erste gesehen, das gefunden hat, eben, wir machen das auch. Und dann entsteht ja auch wirklich etwas. Mhm. Weil vorher, wir haben mal so im Bonsoir, haben wir mal eine Zeit lang so... Ja, genau. Also nicht wir, sondern Comicaze hat so Mixed-Shows organisiert. Das war aber ein bisschen später gewesen, glaube ich sogar. Oder nicht? Oder ist das die gleiche Zeit gewesen? Hm. 15? Eben, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe nämlich... Ja... Ich habe nämlich dort schon Solo gespielt. Ja, okay. Und danach hat sich dort eine Mixed-Show... Anfangen formen. Mhm. Aber die ist dann auch nicht genug oft gesehen. Ja. Und eben, es kann dann wie so nicht richtig entstehen. Und das Problem ist dort auch gesehen, dass Externe dann sagen, hey, wir kommen auf die Bahn und machen jetzt für euch eine Mixed-Show. Ja, ja. Und das willst du eigentlich auch nie. Mhm. Sondern du brauchst immer irgendwie eben lokal, so gesagt, wir machen das. Und das kommen dann Leute von extern, oder? Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Understatement in Bern, oder man ist halt nicht so, weißt, wenn du aber auf Zürich oder wenn irgendwie so Mixed Shows spielst, ist so, ah ja, stimmt, das gibt es ja auch noch, weißt du, so, oder man vergisst es halt, weil es halt wie schon sehr stark Zürich vorgibt, so wie es läuft, oder was so wie, wo die Leute halt kommen, so herkommen und so. Und das andere vergisst man irgendwie ein bisschen, so, dass das auch noch existiert und vielleicht ist es nicht so, nicht so laut, weißt du, was ich meine? Ja, es hat ja mit der Sichtbarkeit zu tun. Also weißt du, ich weiss von Stand-Up-Bahn, weil ich in der Comedy-Szene bin und dann über das geredet wird, aber sonst hätte ich noch nie von Stand-Up-Bahn erfahren. Ja, ja. Und andere sind dann eben so Weltplakat, da sind wir, oder? Ja. Ja, aber ich glaube, die Leute kommen wie gern und es ist wie ein cooler Event. Yeah. Und mittlerweile hat sich so ein bisschen etabliert, dass die Leute wirklich wie wegen dem wie kommen. So. Yeah. Ja. Und du? Also hast Johnny und Schulz schon kennt oder bist du einfach so, dass man schauen, wie es dich interessiert hat? Ja, wie gesagt, jetzt gibt es das und bin das schauen und ich habe sie nicht kennt vorher. So. Okay. Ich habe keine Ahnung von Comedy, weder irgendeine. Ich komme so aus dem Kunstding raus. So. Ich habe einfach Kunstgewerbeschule gemacht mit 16. Yeah. Und habe eigentlich dort so die halt so wie Kulturlehre durch das Lehren kennen und so Kunst. Aber jetzt nicht per se so Theater oder irgendwie Stand-up irgendwie mit dem wäre aufgewachsen oder das hat wie mitbekommen. Ja, so. Yeah. Bist kein Comedy-Nerd gesehen? Ich habe es gerne wie geschaut und immer so wie konsumiert, aber nicht. Ja, ich habe nicht mal gewusst, wie man das Mikrofon richtig hält. So, also, ja, weißt du, ich habe es wirklich. Gut, ich habe das Gefühl, auch Profis wissen zum Teil nicht, wie man das Mikrofon hält. Ja, gut. Ja. Aber ich bin wirklich sehr basic. So, und hat es wie. Ich bin immer noch so ein bisschen Suchen so nach einer Ausdrucksform. Oder finde ich es auch spannend. So, eben, verschiedene Gefäße so, und das mal auszuprobieren, ob das etwas ist oder ob das einem das so wie gefällt. Yeah. Aber ich aus dem Ding raus, komme ich so aus dem ja, so Graffiti und Street Art und so Hip-Hop-Ding. Das war so mein Zugang zur Kultur über eben die Kunstgewerbeschule, wo halt so die Leute verkehren. Genau. Ja. Und dann bist du einfach schauen und dann hast du gesagt, okay, jetzt probiere ich das mal. Ja, ich habe schon wie gesehen, es fehlt wie so etwas, so, was so ein schwarzer Humor, so ein bisschen drüber. So. Habe ich gemerkt, es fehlt ein bisschen. Es ist alles sehr nett und sehr so. Ich würde es wie gerne mal probieren, ob das funktioniert und man das wie kann. So. Mhm. Und da hat es von Anfang an eigentlich die Figur auch so mit dem Ding, dass ich das wie gerne würde machen, so das ein bisschen brachiale, so nicht so konform, genau. So. Und hättest du Hosch als Kunstfigur schon gegeben oder hast du effektiv den kreiert? Den ist auch kreiert für das, genau. Okay. So, mit dem Ding bin ich wie in das eingestiegen, so, dass ich wie gerne würde
das ausprobieren und oder einfach das so einfach wie gesehen, es gibt es wie noch nicht so, also es wie so mit dieser Konsequenz oder so, habe ich es nicht gesehen und habe irgendwie gefunden, es fehlt, das muss man unbedingt machen und habe das wie, genau, habe dann wie gefunden, ich kann nicht finden, dann mache ich es halt selber. Ja, 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 ich finde darum auch spannend, dass du, also es macht für mich wie Sinn, dass du von der Kunst her über das ane gehst, weil du es auch viel mehr als Kunstform dann annimmst, oder? Und sagst, okay, das ist jetzt der Bereich, genau. Und wie kann ich in dem explorieren, oder? Genau. Und also vor allem heutzutage können wir zu Open Mics, können wir wirklich einfach so gefühlt der Dude, der gerade noch in der Schlappe einfach rumspaziert ist, sagt, hey, ich gehe jetzt mal auf die Bühne, oder? Mhm. Und erzählt dann irgendwie Jim Jefferies Witz oder was auch immer, weißt? Ja, ja. Und bei dir ist sehr klar ein Konzept schon da gesehen, oder? Wie so ein Kunstkonzept. So. Mhm. Ich fange an, so machen wir es. Und das finde ich, ja, find ich spannend. Ja, so das Rap-Ding ist halt schon, weißt du, so die Figuren, oder? Dort ist so wie, ja, der Moneyboy zum Beispiel, oder? Das ist, ja, du lachst jetzt. Shit, habe ich komplett vergessen. Yeah. Also mittlerweile ist er ja zu seiner Figur wie geworden. Also yeah, ist ja noch, man weiss nicht, ob, also jetzt ist es so wie, jetzt lebt er das ja. Also jetzt ist er ja wie offensichtlich drogenabhängig. So. Vorher hat er ja das wie gespielt. Oder es war ja eine Persiflage gewesen. Yeah. Über das Ding. So. Mittlerweile ist er zu dem wie geworden. Das ist ja crazy. Oder? Das ist ja eigentlich, das ist an sich, das ist schon ist Kunst. Oder? Yeah. Sich so zu transformieren und das so wie in dieser Konsequenz leben. Mm-hmm. Also ja, das ist wie die Kollege, die er gezwitscht, wenn er trifft und so. Und der Moneyboy ist jetzt einfach wie für immer so. Der kann wie nicht mehr zurück. Und ja, das bewundere ich total. Also, ich finde das die grosse. Nein, wirklich. Ich bewundere so Figuren. Ich liebe das. So, das ja, mit so einer Konsequenz etwas wie probieren. Yeah. Und dann auch wie. Ja, wenn es dann wie so eine Eigendynamik annimmt und die Leute dann so Sachen auf den projizieren, die er vielleicht gar nicht hat überlegt, oder? Der Moneyboy hat wie seine Abschlussarbeit geschrieben über Hip-Hop und Figuren im Hip-Hop-Game. Und das war eigentlich seine Gimmer-Abschlussarbeit, die Figur. Und ist dann so erfolgreich geworden und ist jetzt wie zu dieser Figur geworden. Das ist echt schon. Ist der jetzt noch erfolgreich? Ja, ich würde sagen, der kann schon leben von dem. Ja? Yeah. Was ist für dich erfolgreich? Das würde mehr wundern nehmen. So. Völlig unterschiedlich. Also, würdest du sagen, du bist erfolgreich selber? Eher. Ja. Also, es gibt, ich glaube, man sollte ja nie das Gefühl haben, dass das nicht mehr geht. Mhm. Aber bleiben wir beim davon leben. Ja. Ja. Ist das für dich Gradmesser für erfolgreich? Es kommt immer darauf an, was das Ziel ist. Oder? Ja. Das Ziel ist gesehen, effektiv die Leidenschaft und nichts anderes machen. Zum Beruf zu machen. Genau. Und, und dann bin ich in dem Punkt bin ich auf jeden Fall erfolgreich. Mhm. Oder? Mhm. Ticketzahlen sind mir nicht mehr ganz so wichtig wie auch schon. Mhm. Was auch aber zeigt, dass es in dem Punkt funktioniert. Mhm. Weil wenn sie so mega wichtig wären, dann ist es so, oh fuck, sonst kann ich es nicht machen. Oder? Mhm. Aber nein, ich habe jetzt mehr gemeint, bei Moneyboy, der hat logischerweise so einen hohen Hype gehabt. Eben dich zum Beispiel hat er jetzt vergessen. Ja. So. Ja. Und darum habe ich jetzt mehr gefragt, ist er noch erfolgreich? Irgendwie, ist er noch relevant? Das ist vielleicht die bessere Frage. Okay. Ja. Wahrscheinlich nicht mehr. würde ich jetzt mal so sagen. Wahrscheinlich ist er nicht mehr relevant. Aber das, was er für das Ganze hat wie gemacht, ist eigentlich sehr anerkennenswert, finde ich. Ja. So. Yeah. Er hat es wie aufgemischt. Er hat wie eine total neue, so, er hat das Trap-Ding eigentlich wie früh gespürt, dass das wird kommen, so erfolgreich wird. Plus noch so der, ja, leicht so ein bisschen Lean- und Kodein-abhängig. Ja, yeah, ja. Yeah. Gut, ist eigentlich das Gleiche, aber einfach der Benzo-Dude halt. Ja. Yeah. Und hat der wie früh gespürt, dass der wie, das kommt auf Europa, hat das einfach für sich wie besetzt. Und finde ich wie Rap an sich echt sehr interessant, wo ja, das ganze Battle Rap, wo jetzt so ein bisschen das Comedy überrutscht, weißt, wo eigentlich
der Ursprung schon so ein bisschen aus dieser Kultur rauskommt. Das finde ich schon noch interessant. Das ist so. Das finde ich, find ich auch das Einzige, für mich nicht so passende in der Comedy, sind effektiv Roast Battles. Mhm. Das geht für mich wenig ganz auf. Mhm. Als Konzept. Ja. So, weil ich finde Roasts an sich großartig. Mhm. Wo wirklich eben auch wieder ein paar Leute zusammenkommen, ja, man ja, einigt sich ja, drauf. Ja. Der Standard heute ist ein anderer. Ja. Genau. Und bei Battle ist irgendwie eben, es ist eine komische Mischform von es sind vorbereitete Jokes. Ja, ja, nicht Freestyle, ja. Genau, was ich beim Rap-Battle immer mega geil von der Haus, was wirklich oft so gesehen ist, man fährt auch Ping-Pongen. Mhm, oder? Auch wenn es ein Battle ist, ist es eigentlich, wie bringst du die gegenseitig zu Höchstleistungen, oder? Mhm. Und irgendwie funktioniert das für mich mit Comedy nicht ganz so gut. Ja, es hat ein bisschen etwas, aber das ist, glaube ich, allgemein, wenn etwas wie, nachher so ein bisschen kommerzialisiert wird oder so im Mainstream reinfängt, das verliert so ein bisschen den, soll ich sagen, so ein bisschen die es wirkt nicht mehr so locker. Yeah. Also es wirkt ein bisschen angestrengt. Yeah. Weißt du, es sind 10 weise Dudes auf einer Bühne, die so tun, wie das, was sie gerne wären. Oder yeah. Es hat wie, zähle ich mich auch dazu übrigens, es hat etwas, es ist nicht mehr so authentisch. Yeah. Und es ist nicht mehr so vom eigentlich verschwimmt so ein bisschen die ganze Aussage, was mal war, oder? Aber genau. Das hat ja allgemein mit Sachen zu tun, die kommerzialisiert werden oder kommerziellen Nutzen haben, dass eigentlich die Aussage wie verloren geht. Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Also, zum Beispiel, also der grosse Gewinn vom Kapitalismus, um jetzt ein grosses Thema anzusprechen, ist zum Beispiel, dass er sogar Kapitalismuskritik kommerziell nutzen kann. Weißt du, so Revolution ist eines der meistgebrauchten Wörter in der Werbung. Und das ist schon, Kapitalismus gewinnt immer. Er frisst alles auf. Yeah. Und es ist etwas, das nicht Mainstream ist, wird entdeckt, wird gross gemacht von einer Subkultur, die von grossen Teilen von der Gesellschaft abgelehnt wird oder nicht beachtet wird. Und dann kommt es eine Relevanz über und nachher wird es wie kommerziell genutzt. Yeah. Und dann ist eigentlich der Reiz schon durch. Yeah. So. Aber die Cash machen, sind oftmals nicht die, die es wie gross gemacht haben. Das ist so. Das ist so. Aber beim Roast Battle zu bleiben, ja. Also auch bevor das kommerzialisiert worden ist, habe ich es schon nicht ganz funktionierend gefunden. Roast Battle auf Comedy bezogen? Ja. Ja. Weil effektiv einfach irgendwie die One-Liner sich gegenseitig anballern. Es gibt schon geile, aber ich habe lieber beim Roast eben den Ursprung, wo es ist, man haltet eigentlich eine Rede. Weißt du, wirklich 5-10 Minuten und es wird einfach alles für kurz auf der Bühne vernichtet. So. Und irgendwie finde ich das auch, ich finde das auch strukturell spannender. Ich finde irgendwie, es gibt auch mehr Dramaturgie, eben, weil es ist schlussendlich eine Rede, wo du irgendwie auch ein bisschen strukturierst und so. Und das andere sind einfach, ich sag mal so, was du im Roast Battle kannst brauchen, das kannst du im anderen auch brauchen. Aber beim anderen ist noch mehr. So, das gefällt mir einfach besser. Ja, also ein bisschen mehr Tiefe, Mensch. So. Genau. Ja, fair. Mehr Ganzes als Erlebnis. Ja. So, oder? Ja. Und eben im Gegensatz zum Rap-Battle, dort ist wirklich das Gefühl von absoluter Einzigartigkeit, wo jetzt gerade in dem Moment passiert. So, natürlich ist da zum Teil auch Zeugs vorgeschrieben, aber es sind längere Stints auch und ich bin weggeblasen gesehen, als ich mal mit Cenk seine Videos gesehen habe. Wo ich so denke, das ist tatsächlich auch noch eine andere Figur. Oder? Und hast du selber jemals gerappt? Nein, ich hätte es gerne gemacht, aber ich hatte es nicht. Ich bin schlecht. Ich denke, der Schweizer Eminem. Nein, jetzt, also ich habe es schon probiert, weißt du, so ist es nicht, aber ich nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt wie, das gehört jetzt auf einer Bühne, so nie im Leben. Yeah. So. Nein.
Aber du hast dann eben überlegt, die Hip-Hop-Kultur, um eigentlich wieder den Kreis zu schließen, und was dort auch an eben Figuren kreiert wird, das probierst du jetzt. Genau, ich tue das jetzt wie übernehmen und nehme es jetzt wie eine neue so, Kunstform ja. über. So. Und das ist ja auch, wie schon gemacht worden, weißt du, so im Sinn von, es hat ja wie eine größere Aufmerksamkeit bekommen durch die Rap-Interviews, weißt du, so die Deutsch-Rap-Interviews auch. Ja, die Young Horn hat ja, glaube ich, nur legendäre Interviews gegeben. Flair-Interviews sind, weißt du, 2,5 Stunden und teilweise ist es echt Gold. So, für einen kurzen Moment ist es Gold. Und ja, habe ich auch konsumiert, das ganze Deutsch-Rap-Zeug, so, ist unterhaltsam und so. Yeah. Und hat es wie auch ein bisschen, ist ja dann auch wie gleichzeitig auch ein bisschen passiert, so mit dem Felix Lobrecht, der so ein einen anderen Vibe reingebracht hat. So, yeah. Das so ein bisschen Verstaubte oder so das Ding noch probiert, ein bisschen aufzumischen, so die, wie heisst es mit dem Alain Frey, die Rebel-Comedy. Rebel-Comedy, so, wo man das auch so ein bisschen, genau, und, aber das ist so, in der ich das wie nicht wahrgenommen hatte. Ich würde sagen, zur gleichen Zeit so gewesen. Und hat das wie probiert, so ein bisschen rüberzunehmen, so wie eine Figur zu machen. Wo, genau. Und wie hat es für dich funktioniert am Anfang? Also, weil du bist ja dann irgendwann das erste Mal auftreten, oder? Ja. Und dann hast du gefunden, geil, das mache ich ab jetzt immer. Ja, sonst hätte ich aufgehört. Ja. Wieso hast du dann schon aufgehört? Also, ist gut gelaufen oder nicht? Mal ist gut gelaufen, yeah. Ja. Ja, weil es ja wie mal ein Feedback hat gebraucht, weil ich es noch nie gemacht habe. Und wenn ich jetzt wie gefunden hätte, ja, es wäre, hätte es nicht, glaube ich, der BSK, wie, der hat mir etwas anderes gesucht. Wenn es jetzt wie gefunden hätte, ja, es funktioniert nicht. Ich bin recht offen. Ich konsumiere auch gerne andere Sachen. Ich bin so wie, finde es immer cool, wenn jemand etwas ausprobiert. Wenn es jetzt wie nicht funktioniert hat, hätte ich mir einfach anderes Gefäß gesucht. Ja. Yeah. Ich weiß noch, ich habe das erste Mal habe ich dich gesehen auf irgendeinem komischen Schweizer Sender, wo so eine Mixed-Show live aus dem Comedy-Haus ausgestrahlt hat. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, welcher Sender das war. Das war so irgendein Regionalsender. Irgendwas, oder? Ja, da haben sie auf das Comedy House haben sie irgendeine Mixed-Show gehabt. Ja. Noch und um Dani. Und, genau. Und haben das gefilmt und ausgestrahlt. Ja. Und ich habe noch nie von dir gehört, ich habe noch nie irgendetwas von dir gesehen. Gehabt. Und dort habe ich, gesehen, das mit, also ich sage es mal, mit der Frau. So. Ja, ja. Ja, weil es Frauentag, genau, ist der. Und, ohne Scheiß, ich has nicht gecheckt dort. Ja. Aber ich weiss noch, wie irgendwie einen Tag später oder so, der Vetter mir irgendwie geschrieben hat, kennst du den Hosch, so ein bisschen Jesselnik-Style, voll geil, schau das mal an. Und, so. Und ich so, hey, ich habe das gerade gestern gesehen und so, und irgendwie, it's not my cup of tea. Und dann, weiss aber nicht mehr wo, aber ich habe ihn mal live gesehen. Ja, ich glaube, erst im Zelt, oder bist du noch in der Jury gewesen, oder nicht? Ja, aber ist das dort, wo wir dann auch heimgefahren sind? Ja. Ja. Und vorher haben wir uns mal noch gesagt, Frank, sie schon. Oder das Rap. Richtig, im Zack. Ja. Im Zack. So, und dort habe ich die live gesehen. Ja. Und dort habe ich dann meine Meinung geändert. Ja. So halb. Nein. Okay. Ganz. Für mich ganz revidiert. Ja. Mhm. Ich so, ah, jetzt check ich's. Und es ist auch wirklich ein schmaler Grat, weil eben genau das die Grenze, die Grenze ausloten, ist ja etwas, was ich mir selber immer wieder muss sagen. Es ist das Einzige, wo du nur vor Publikum kannst erarbeiten. Also Comedy funktioniert eben nicht im stillen Kämmerli, sondern es geht wirklich erst, nachdem du es mal performt hast. Mhm. Und halt je nachdem, wo, in welchem Punkt du jetzt die Performance siehst, nimmst du das dann als die Standard, oder? Mhm. Ich verwünsche mich da immer wieder, wenn ich auch auf der Meinung habe von jemandem, der noch einmal auftritt, aber die Person habe ich seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Und dann siehst du die Person nach 3 Jahren wieder und ist eine völlig andere Bühnenperson. Ja. Nicht nur von der Figur her, sondern auch das Material ist besser, die Performance ist besser und all das Zeugs, oder? Mhm. Und
Und darum wollte ich es eigentlich mehr als etwas Positives sagen. Ja. Habe meine Meinung komplett revidiert gehabt, dem Zack. Ich glaube, es ist schon wie. Die Schwierigkeit ist ja irgendwie, dass man wie. Gleichzeitig hat man ja gleich auch den Anspruch, dass man wie verstanden wird. Oder ja. Weißt du, so wie, dass es wie. Umso mehr, wenn Gabriel Vetter eben wie das wie hat wie geschnallt, dann freut mich das sehr. Oder yeah. Weil, ja, jetzt geschnallt ich nicht, aber er ist auch vielleicht, deutlich intelligenter als ich. Vielleicht hat es immer wie gefallen, oder? Es ist auch Geschmackssache, es ist ja völlig okay. Und dass man wie eine Meinung hat, mir flasht es oder mir flasht es wie nicht, ist kein Problem. So, solange man es wie als Kunstform wie kann es wie akzeptieren. Ja. Yeah. Oder? Wenn es nicht wie, mir fällt es wie dann an verstören, wenn es nicht wie, ja, das ist im Fall so. Mhm. Weißt du, das heisst nicht, der ist als Privatperson so. Das yeah. ist einfach nicht. Ja, da habe ich dann schon ein bisschen Mühe. So. Yeah. Weil es wie. Ja, du kannst wie Kunstform kritisieren als das, was wie ist. Und ich kann dazu sagen oder nicht. Völlig okay. Voll bei dir. Aber es hat wie nicht. Das hat nicht damit zu tun, wie ich meinen Alltag bestritten. Oder wie yeah, ich. Yeah. Weißt du, was ich meine? Und dort wird es auch wie persönlich. Und da habe ich das Problem. Ja, logisch. Ja. Aber. Ich glaube, das Ding, wenn man wie die Form wählt, dass man wie an die Grenzen gehen und schauen, was wie möglich ist, ist, muss man sagen, ist auch ein bisschen eine andere Zeit gewesen. Weißt du, das war so Charlie Hebdo, ist dann gewesen, wo yeah. dann haben wir noch alle sind auf die Straße und haben gesagt, Meinungsfreiheit und jetzt, wir lassen uns da nicht Angst machen, wir müssen jetzt zusammenstehen. Und so die Zeit hat sich schon mega geändert. Yeah. Wo man jetzt wie. Ja, wo jemand, der sich angegriffen fühlt, wie eine größere Plattform hat, um sich auch dem wie Ausdruck zu verleihen. Weißt du, was ich meine? Absolut. Wo dann wie eine Erwartungshaltung ist, dass jetzt der etwas müsste ändern an seiner Kunst oder an seiner Haltung. Es wird ja auch viel zu viel Wert darauf gelegt, auf was ein Comedian auf der Bühne sagt. Ja. Vor allem in Zeiten, wo Charlie Hebdo ist ein sehr gutes Beispiel, oder, wo irgendwie klar Meinungsfreiheit, vor allem in Satire, propagiert worden ist, meiner Meinung nach auch zu Recht. Und das ist auch meine Haltung immer, wenn ich so sage, hey, es gibt Sachen, wo ich auf der Bühne sehe, wo jetzt wirklich null mein Ding ist, wo ich auch nicht geil finde, aber da ich erwarte, dass die Leute mehr machen lassen, lasse ich die Person auch machen. Yeah. Also, weißt du, da würde ich mir nie im Leben irgendwie rausnehmen, zu sagen, das geht nicht. Oder öffentlich sagen, finde ich scheiße, das und das, was die und die Person macht. Oder? Das ist überhaupt nicht das Ding. Und was bei dir eben spannend war, ist, ich habe es wirklich nicht gecheckt. Yeah. Nicht unbedingt. Also, weißt, ich bin auch genug selbstkritisch, dass ich wie auch kann sagen, ich schaffe es auch nicht jedes Mal. Oder ich bin auch, also weißt, es gibt auch Sachen, die ich vielleicht auch so nicht mehr machen würde. Oder wo ich auch wie im Nachhinein würde sagen, ja, es ist nicht so, fehlt so ein bisschen der Turn. Oder weißt du, so das Ding fehlt. So, du kannst es nicht so, es lenkt wie nicht zwischen, dass es wie ankommt und so. Das sind ja auch Sachen, die ich mir auch wie überlege. Also weißt du, ich mache mir ja die Gedanken schon an. Weißt du, mir ist es ja wichtig. So. Ja, ja, jetzt zweifle ich. Aber, ja, aber es muss wie auch möglich sein, dass man eben sagt, ja, ich habe es ausprobiert, würde ich jetzt auch nicht machen. Yeah. Aber fuck it. Also weißt du. Ja, logisch. Ich finde eben das wie voll. Find viel spannender als so das stromlinienförmige Ding. So, das finde ich einfach langweilig. Also das finde ich fast in allen Bereichen langweilig. Absolut. Und die Zeit. Die Welt verändert sich und die Zeiten verändern sich und der Zucker hat das mal im Podcast gesagt. Er hat gesagt, weißt, manchmal strahlt er ins Fernsehen als Programm aus, oder? Und sagt er, du müsstest immer einen fucking Zeitstempel drunter tun, oder? So, Aufnahme von 2010, oder? Weil einfach das Grundgefühl, du kannst keine Ahnung, ein Comedian schauen, wo... Kannst du El Bandi schauen? Ja, zum Beispiel. Ja. Aber du kannst schon nur im Stand-up kannst du einen Comedian schauen, der heute als super woke erachtet wird. Und dann schaust du ein Programm, das vor 10 Jahren ist, wo du sagst, die Hälfte kannst du nicht von denen nehmen. Also weißt, kannst du heute nicht mehr spielen. Und
Ich find ja gut, dass sich das so weiterentwickelt. Und das eben, also warum kannst du es nicht mehr spielen? Weil du nicht mehr dafür hast oder weil du Angst hast vor der Reaktion? Nicht mal Angst vor der Reaktion, sondern weil du dann merkst, für das ist jetzt eigentlich zu cheap. Weil ich habe ja das Gefühl, mit der Entwicklung von der Welt und der Grenzen, die immer neu gezogen werden, wird die Comedy auch besser. Weil früher hast du vielleicht sehr plump können einfach sagen, das ist scheiße. Und jetzt brauchst du eben noch ein bisschen mehr Blickwinkel, noch ein bisschen mehr einen Turn, damit du eigentlich das Gleiche kannst sagen, aber es halt nicht so plump ist. Mhm. Also ich habe das Gefühl, Comedy wird durch das auch besser. Oder? Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein anderer Grund noch, ist das durch halt auch das Phänomen, dass durch das Internet jeder Zugang hat und ein Sprachrohr ist. So jeder kann seine Meinung rausposaunen und man lässt ihm entweder zu oder auch nicht. Yeah. Aber er hat die Möglichkeit, das zu machen. Durch das ist so wie der Wert von Comedy oder so von Kultur, von dem Dings, dass jemand jetzt auf einer Bühne steht und wie etwas wie mitteilt oder wie so, hat auch ein bisschen Ding verloren. Weißt du, was ich meine? Hat was verloren? Hat so ein bisschen den Wert verloren. Weißt du, so vom früher ist es ja eigentlich den Comedians überlassen, sich lustig zu machen über Sachen oder Karikaturisten oder Kabarettisten oder was auch immer, Glenn. Ja. Die sich so gegen die Obrigkeit haben gestellt. Also das ist ja meine Theorie, warum die Schweiz nicht so eine Kultur hat von diesem Comedy-Ding. So. Mhm. Weil wir eigentlich nie eine Obrigkeit... Ja, und wir nie eine Obrigkeit hatten. So wie Österreich oder so, was sich wie lustig machen in dem, in dem erlaubten, abgesteckten Bereich für die zwei Stunden. Mhm. Und dann ist man wieder zurückgegangen und hat Schnur gehalten. Ja. Und das ist wie denen über, man hat das wie denen Leute wie überlassen oder so. Mhm. Und jetzt mit der Möglichkeit, dass eben nicht nur das Fernsehen meinungsbildend ist und Comedian, sondern dass Privatpersonen Möglichkeit haben, meinungsbildend zu sein, hat der Wert von dem Moment von Kunst oder eben Kabarett oder Dings ein bisschen speziell verloren. Findest du? Denke mich schon. Ich finde doch, das ist aber das Live-Erlebnis ist noch viel intensiver geworden. Das ist, okay, ich glaube, die Aussage von dem, weißt du, ich meine? Ja. Yeah. Aber wenn es so ist, dann wäre es eigentlich gut. Ich habe das Gefühl, es wird mehr Wert auf die Aussage gelegt. Aber das ist wahrscheinlich eben so ein bisschen Grundgefühl, weil es sind irgendwie, das klassische Beispiel, es sind irgendwie ein paar Leute auf Twitter und danach gibt es einen Bericht darüber, was heisst, Twitter is outraged und man redet immer von diesen wenigen, aber sehr lauten Stimmen und so. Mhm. Aber ich weiss noch, vor allem so meine Anfangszeit, ja, auch noch deutlich andere Comedy gemacht als jetzt. Zum Teil sehr, sehr intensive Diskussionen gehabt mit Leuten. Mhm. Und zwar wirklich von Angesicht zu Angesicht nach einer Show, wo sie gesagt haben, das geht nicht. Und dann ich muss sagen, warum. Und dann hast du zum Teil eine Stunde geredet, oder? Und oft bist du irgendwie auf so einen Teilkonsens gekommen und schlussendlich musst du dann eben sagen, eben, hey, Vujo. Geschmackssache. Nein, das ist wirklich, fair. Das ist immer ein gutes Sport gewesen, ohne Scheiß. Ja, das glaube ich gerne. Ja. Das ist, also, da, wenn da etwas hat, dann ist es Selbstironie. Und, ja, das glaube ich sehr. Und vor allem eben sehr angenehm, sich nicht zu ernst nehmen, oder? Mhm. Aber das Gefühl von triggert werden, das ist nicht erst seit dem Internet, oder? Und das habe ich früher schon erlebt, dass einfach eben nachher kommt jemand und sagt, hey, das geht wirklich nicht, oder? Und dann sagt, aha, aber das ist gegangen. Und dann stellt sich raus, ja, weil das sind alle Sachen, die dich nicht betreffen, oder? Ja, das ja. betrifft jetzt dich. Ja. Und darum findest du, es geht nicht. Ja, ja. Und eben das habe ich nicht das Gefühl, ist ein mega Problem von der neuen Zeit. Nein, ich glaube eben, dass, ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Ich habe eigentlich wie gemeint, dass es dass du wie Sachen nicht mehr springen kannst, weil es dann wie von anderen Leuten
wie aufgenommen wird und wie gebraucht wird, wo eben ein Sprachrohr sind. So, kannst du Breitbart nehmen oder irgendjemand, yeah. Oder wo wie wirklich echt so wie offensichtlich rassistische Ziel verfolgen mit ihren Aussagen. Und das wird aber dann wie gleichgesetzt mit einem Comedian, yeah. Was vielleicht nicht schafft, wo vielleicht auf der Bühne einen Moment hat, wo er es nicht schafft, das überzubringen, dass yeah. Er das nicht so meint, sondern dass es er sich lustig macht über das. Weißt du, yeah. Was ich meine? Absolut. Und die zwei Sachen, irgendwie dünkt es mir, hey, einen Zusammenhang, so, dünkt mir. Yeah. Dass die Leute sensibler werden, auf was man sagt. Ich glaube, dort ist aber das Hauptproblem, dass so wie sich eben die Zeiten auch verändert haben, dass sich Comedians dann halt auch bewusst sind, dass wenn sie jetzt nicht mehr auftreten, wo eben zum Beispiel noch aufgenommen wird, dass dann vielleicht nicht der Tag ist, um etwas komplett auszuprobieren. Oder? Es gibt natürlich Beispiele, wo es einfach komplett schief läuft. Mhm. Irgendwie im Louis C.K. ist ein Set ja geleakt worden. Mhm. Und irgendwie eine neue Stunde gehabt hat, und wo aber wirklich noch hart am Ausprobieren ist. Und dann geht es auf YouTube und danach hören es alle und danach heisst es, dort macht er sich über das lustig und dort macht er sich über das lustig. Und dort hat er irgendwie, wie eben, der Joke noch nicht ganz fertig. Ja. Erarbeitet, sage ich jetzt mal, oder? Mhm. Das ist auf dem Beispiel, wo das passiert. Aber bei anderen Sachen habe ich das Gefühl, sind wir auch zu fest in unseren Köpfen. Weil eben, wie oft hast du das Gefühl, hat bis dann der Bahn mal irgendwie jemand etwas aufgenommen, wo nicht kontrolliert war. Also weißt du, wo irgendwie jemand gesagt hat, hey, übrigens, wir nehmen auf. Dann weißt du ja, sie haben es aufgenommen und wie es released wird, ist auch von ihnen abhängig, oder? Mhm. Wo du dann auch immer noch könntest sagen, hey, übrigens, der Teil, da bin ich jetzt etwas am Ausprobieren gesehen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass das schon fertig ist, oder? Mhm. Weil ich habe das Gefühl, im Raum checken es im Normalfall 99%. Mhm. Und eben das 1%, mit denen redest du dann halt noch. Mhm. Aber ich glaube, beim Rest sind sich die Leute auch zu fest in ihren Köpfen mit, was jetzt der effektiv jemand auf der Bühne sagt, wird dann irgendwie noch jemand anders wieder verwendet und so. Weil das ist, irgendwie ist das auch meiner Meinung nach ein Mikrokosmos. Also weißt du, du kriegst das ja gar nicht wirklich mit in der Welt. Wir kriegen es mit und ja. Ich rede dann auch zum Teil mit anderen, weißt du, wo du sagst, da muss man dagegen kämpfen und so. Wenn du das machst, dann gibst du dann ja wieder viel mehr Gewicht, als es eigentlich bräuchte. Also weißt du, du machst es ja durch das auch wieder grösser. Mhm. Also die kleine Bubble tust du auch noch ein bisschen aufblasen. Mhm. Und da denke ich dann so manchmal, hey, viel verändert hat sich nicht, es sind ein paar Sachen anders geworden, aber in denen so ein bisschen adaptiv damit zu arbeiten, finde ich eigentlich noch geil. Also ich finde es immer eine gute Herausforderung. Weil ich habe das Gefühl, es macht es nur besser. Mhm. Qualität vom Dings. Ja, die Kunstform. Ja. Die Kunstform, ja, wird durch das besser. Ja. Weil es ist natürlich absoluter Bullshit, dass man nicht mehr sagen kann, was man will. Was? Ich meine, du wolltest jetzt irgendetwas sagen. Aha, nein. Sagen. Nein, eben, ja, was man will. Ja. Also, absoluter Bullshit. Mhm. Und oft ist... Also, an was machst du das fest? Dass das Bullshit ist? Weil eben, weil es immer einen Weg gibt, wie man es sagen kann. Okay. Aber es hat ja schon auch... Du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, hast du gesagt, das Cancel Culture, das existiert nicht. Hast du mal... Habe ich es mal gesagt? Im Cenk Club. Okay. Ja, aber also ja, es ist ja ein Stück, ja, weit so. Ja. Also effektiv cancelled ist ja niemand. Der Andreas Thiel, würdest du sagen? Der Andreas Thiel, frage ich mich, ist er cancelled worden? Oder ist er einfach den anderen Weg gegangen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Der Andreas Thiel hat eine Zeit lang sehr, 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 sehr schwierige Zeiten gehabt. Da bin ich mir sehr bewusst. Nach dem Xavi-Ding und so. Das ist fucking insane gewesen, oder? Aber es ist schon nach dem, wo man würde sagen, ist... Ja, es ist... Cancel Culture. Es ist schubladisiert. So, also er ist dort als Rassist schubladisiert worden. Jetzt, ohne dass ich mega viel mitgekriegt habe, ja, seitdem ist einfach so ein bisschen...
was du eben dann so auch merkst, ist, ja, ist jetzt schon. Also. ist jetzt schon auch ein bisschen in eine andere Welt gegangen, oder? Ja. Und das ist ja dann viel eben auch selber erarbeitet, sag ich jetzt mal. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, dazwischen ist schon noch, eine Zeitspanne, die nicht so klar ist. Weißt, vielleicht ist das so eine Reaktion auf dass es wie beim anderen Ort wie fertig ist gewesen oder nicht weiter ist gegangen oder irgendwie. Aber das meine ich, mit dem Adaptiven. Also weißt, ich frage mich dann immer, ist das jetzt effektiv cancelled worden oder ist das, man hat jetzt andere Umstände und zum Beispiel, so wie ich weiß, hat er irgendwie damals ein Buch rausgebracht, wo Bombe gelaufen ist. Oder? Mhm. Hey, also wenn du jetzt merkst, also das ist jetzt mehr mein Ding, weil mit dem ist jetzt auch irgendwie Traktion entstanden. Mhm. Ich schreibe und Leute reagieren auf das, was ich schreibe und irgendwie finde ich da den Following. Eben völlig egal, was er schreibt und wie das ist, dann ist das jetzt vielleicht der Weg, oder? Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er nicht gecancelt worden ist. Okay. Weil er lebt ja noch. Also, ja. Okay, stimmt. Fair. Nein, weil er ist nicht, nein, aber es nimmt mich wunder, was enthauptet worden. Nein, aber es nimmt mich wunder, was du dazu meinst. Ich glaube schon, dass er gecancelt ist worden. Ein Stück weit so, dass er wie keinen Ort mehr gefunden für seine Programme zu spielen, weil man sich dort so einig ist, dass man ihm keine Plattform mehr geben wollte. Glaube ich. So. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Yeah. Es kann gut sein, dass es so ist, wie du findest. So. Aber allein, dass wir uns nicht sicher sind, würde ich jetzt sagen, dass eine Erwartungshaltung, dass es eine Konsequenz hat für jemanden, der eine Meinung öffentlich kundtut, der nicht, wo keinen Konsens findet. Yeah. Findet statt, yeah, würde ich sagen. Das ist meine Meinung dazu. Ja, yeah, aber da gibt er recht. Aber ich habe das Gefühl, und ich gehe jetzt ein bisschen weg vom Beispiel Thiel. Also es ist eben, ich weiss mittlerweile zu wenig. Ja, okay. Kennst du ein anderes Beispiel? Offensichtlich ja nicht, oder? Wie meinst du ein anderes Beispiel? Von dem, wo jetzt ähnlicher Fall, oder? Also es gibt ein paar Leute, die eben cancelled gesehen sind und jetzt immer noch erfolgreich machen. Ja, oder eben, je nachdem, was die Definition von erfolgreich ist. Ja, so. Okay. Aber darum, ich gehe jetzt mal weg vom Beispiel Thiel, sondern halt allgemein. Ich glaube schon, dass die Reaktion auf was auch immer natürlich mitentscheidend ist. Oder? Mhm. Also wenn du dann übertrieben reaktionär dich verhaltest, dann tust du dich natürlich mehr ins Off stellen. Aber das ist glaube ich... Mit der Reaktion verhaltest du reaktionär oder das, was du rauslässt, ist reaktionär? Was du zuerst rauslässt, ist das eine. Ja. Aber auf das, was dann zurückkommt, wenn du auf das dann nochmal reaktionär und stur und was weiß ich bist, ich glaube, dort ist dann auch viel das Eigenvermächtnis. Okay. Also ist deine Meinung ist dann, weil das nach Charlie Hebdo hat man so wie sagen, fair machen wir keine Mohammed-Karikaturen mehr, es beleidigt die Leute. Das wäre die richtige Reaktion. Nein, überhaupt nicht. Also da bist du aber du auch stur und reaktionär, wenn du wie sagst, nein, jetzt machen wir es gerade extra nochmal. Gut, Terrorismus, ein Terroranschlag ist für mich eine komplett andere Welt als eine Zeitung sagt, du bist jetzt nicht mehr. Und das ist ja Cancel Culture im Ursprung. Oder? Ein paar Leute wollen nicht mehr. Es ist einfach eine konsequentere Form von Cancel Culture, wenn man es halt in die Luft sprengt. Genau, es ist die intensivste und härteste. Aber es kommt ja darauf an, warum. Also ich finde, bei Charlie Hebdo ist zum Beispiel der Konsens von der Gesellschaft ist ja der gleiche gewesen. Also die Mehrheit gewinnt ja trotzdem
schon immer. Weil sonst wäre sie nicht die Mehrheit. Die Mehrheit von was? Die Mehrheit von der muslimischen Welt? Von allem. Nein, also die Mehrheit von was, was in unserer Gesellschaft jetzt gerade das Thema ist. So. Und wir zum Beispiel in der Schweiz, auch wenn es nur 0,3% sind, das ist es dann, oder? Wenn es die 0,3% mehr sind, hat die Mehrheit gewonnen. Und ich glaube, das ist ja ein grundsätzliches gesellschaftliches Ding, dass wenn du jetzt 10 Leute hast und jemand ist nicht normentsprechend, sagen wir jetzt mal, dann hast du die anderen 9, die sagen, hey, wir finden, das geht nicht. Dann ist die Person natürlich hart auf dem Hinterfuß. Und wie die dann reagiert, hat damit zu tun, ob sie sich dann von den anderen 9 komplett entfernt oder ob sie irgendwie noch nicht einmal muss drin sein, aber irgendwie noch im Umkreis von den anderen 9 ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das ist eigentlich das, was ich sage. Dass, wenn jetzt die Person noch mehr Double Down, was weiß ich, ja, ist, dann wird es wahrscheinlich sein, dass sie weggeht. Aber das hat sie jetzt entscheiden. Und das meine ich eigentlich mit Cancel Culture, existiert per se nicht. Natürlich gibt es, wie überall, gibt's irgendwie spezielle Geschichten, aber ich sage jetzt mal, vor 50 Fällen, wo es irgendwie heisst, die Person, die wir jetzt canceln. Ich weiß schon, ich kann nachvollziehen, was der Mensch ist. Yeah. Also, weil es musste dann auch noch klar ein Unterschied gemacht werden, irgendwie. Wenn es der Fox News Dude ist, der Chef, wo irgendwie, was hat er? Ah, nicht einmal der Chef, wie hat er geheißen? Der Bill O'Reilly oder irgendwie so. Weißt du? Wo irgendwie, keine Ahnung, wo irgendwie 30 Frauen sexuell nötigt, bis was weiß ich, hat und irgendwie auch noch 35 Millionen schon Abfindungen gezahlt hat, damit sie still bleiben und was weiß ich. Hey, wenn das rauskommt, ja, obviously, hast du deinen Job nicht mehr, weil du bist auf der fucking Arschloch, oder? Mhm. Aber das ist ja etwas anderes, wie jemand hat seine Meinung kundgetan und wird wegen dem jetzt angegriffen. Ja, oder? Schon ein bisschen, denke ich mir schon an, ja. Eben. Und ich finde aber auch noch, dass es einen Unterschied macht, ob, ja, es ist wie, ich glaube, wir haben ja wie einen Rechtsstaat, weil wir darauf vertrauen, dass nicht der Bürger und der Einzelbürger entscheidet, ob jetzt jemand schuldig ist oder nicht schuldig, sondern dass das ein unabhängiges Gericht feststellt. Mhm. Und dann das Gericht die Person wie bestraft. Mhm. Und so das Ding von, dass Leute sich berufen fühlen, nachher wie selber Richter zu sein und Leute wie zu bestrafen, dass sie ihre Existenz verlieren, egal bei was, habe ich ein bisschen Mühe. Absolut. Weißt du, was ich meine? So. Absolut. Ist, ob es jetzt richtig ist, dass der, wenn er 30 Frauen vergewaltigt hat, seine Stelle verliert und so. Es ist aber nicht, eigentlich nicht an uns. Nein, aber wir haben es schlussendlich gar nicht gemacht. Wer weiß? Nein, Spaß. Wow. Nein, aber ja, nein, du hast recht. Weißt du, was ich meine? Und ja, ich finde es immer einen schmalen Grat. So. Absolut. Aber das Spannende finde ich halt, ich rede bei Cancel Culture rede ich schon grundsätzlich immer von darstellenden Künsten. Ja. Und bei darstellenden Künsten ist unabhängig von Cancel Culture ist immer die Frage, findet das, was ich mache, Anklang? Ja, wo? Ganz grundsätzlich. Ja, aber das ist ja völlig, das ist ja nicht universell. Nein, aber einfach für was auch immer du es willst brauchen, oder? Willst du es jetzt, willst du, dass das bei 2 Leuten Anklang findet, oder willst du, dass es bei 5 Millionen Leuten Anklang findet? Das ist ja dir überlassen. Ja, aber wir als westliche Welt machen ja weiter Weltvorschriften, was geht und was nicht. Das ist ja das Problem. Ja, das ist nicht ganz der Punkt, den ich jetzt machen will. Sondern, ich bleibe jetzt dabei. Sag mal, ich mache Musik. Ja. Okay, ich mache Musik und ich hab irgendwie ein paar Songs und ein paar Leute finden die geil. Ja. So, okay. Jetzt sage ich irgendetwas öffentlich, wo Leute nicht toll finden. Ja. Jetzt sagen die, das geht nicht, du bist ein Arsch, du darfst nicht mehr auftreten. Okay, dann kann ich sagen, ja, interessiert mich nicht. Dann tritt ich jetzt halt doof und tritt doof und dann liegt es ja an mir, dass die Leute, die meine Songs toll finden, dort herkommen. Genau. Und das meine ich eigentlich damit. Also weißt du, dass du immer einen Weg findest. Absolut. Aber dann vielleicht auch ein bisschen abdriftest. Weißt du, was ich meine? Weil du vielleicht an Orten nur noch herkommst,
wo vielleicht nicht ganz du willst sein. Und dann ist entweder die Wahl, du hast auf Musik machen oder du gehst ans Jubiläum vor Weltwoche spielen. Oder du schneidest dir deine Haare ab. Ja. Und das ist nicht mehr ganz frei. So, da bist du eben nicht mehr ganz so frei. Aber und das ist jetzt kommt eben der Punkt. Jetzt unabhängig von Cancel Culture, wenn ich jetzt Musik mache und ich bringe Musik raus, wo jetzt ein paar Leute gefällt und vielen nicht, ja, dann kann ich vielleicht auch nicht dort spielen und dort spielen und dort spielen. Also auch dann sind meine, ja, aber das ist ja eine andere Grund. Optionen beschränkt, ja, oder? Logisch. Und darum sage ich, es ist, weißt du, wie oft auch bei mir in diesen 10 Jahren schon irgendetwas schief gegangen ist und ich auf das wieder haben müssen adaptieren, oder? Mhm. Das ist konstant mit dem Strom gehen. Du kannst nicht einfach die Weg gehen. Der kommt ja nicht. Ja. Und das ist wirklich völlig frei von Cancel Culture oder was weiß ich. Ich verstand das Problem von Cancel Culture. Und ich finde es absolut nicht geil, dass sich Leute eben wie das Recht rausnehmen, sagen, weil ich finde, das geht nicht, darfst du das jetzt nicht machen. Die Reaktionen in dem Paradebeispiel ist gesehen, der Joe Rogan ist nicht gecancelt worden. Er ist weder von Spotify abgenommen worden, noch hat er irgendetwas an Hörerschaft, Zuschauerschaft verloren, etc. Warum? Weil er hat einerseits richtig reagiert in dieser Situation und er hat auch, das braucht es natürlich auch immer, er hat eine Bude gehabt, die gesagt hat, wir bleiben auch bei dem. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht viel zu viel, aber mega viel. Sicher auch Cash. Ja, viel Geld ausgegeben haben und gesagt haben, also wegen dem schmeißen wir es jetzt nicht weg. Und wenn der Neil Young sagt, ich bringe meine Musik nicht mehr bei euch, dann wird es wahrscheinlich auch ein Zahlenspiel. Ja, interessiert mich das jetzt, ob Neil Young sein Backkatalog auf Spotify ist oder dass der andere wöchentlich, weiss nicht wie viele Millionen Leute ane generiert, oder? Aber das ist ein grundsätzliches Konstrukt von der heutigen Gesellschaft, wo eben Cancel Culture ein Bestandteil ist, wo aber ganz viele andere Sachen auch mitspielen, oder? Wie auch, wenn du jetzt über lange Zeit ein mega Arsch gesehen bist und das irgendwann auskommt, egal wie, dann kriegst du wahrscheinlich auch deine, manchmal nicht ganz gerechte, aber du kriegst in irgendeiner Art und Weise deine Strophe. Warum hast du jetzt so gemeldet? Nein, nur, also ja. Es ist noch lustig, dass es meistens wie dann, wenn die Karriere schon wie vorbei ist, dass es wie rauskommt, so. Denke ich mir. Und Luke Mockridge, auch nicht gecancelt worden. Ja. Hat keine Fernsehsendung mehr. Ja. Tourt ausverkauft um. Ja, ja. Also weißt du, eben. Ja, nein, stimmt. Es hat, das Universelle habe ich eigentlich gleich noch schnell anspielen. Auf den Documenta haben sie zum Beispiel zwei indonesische oder drei, so ein Kollektiv von indonesischen Künstlern, die halt so wie auf Documenta das Bild gemalt haben. Und dort waren so verschiedene antisemitische Figuren drauf gewesen, oder? Ja. Und dann haben sie wie gesagt, hey, es geht, also ja, ist das wie schon lang gestanden, jemand hat es dann gesehen und hat das wie dokumentiert und hat so wie gefunden, hey, das muss jetzt wie weg, oder? Da ist wie die Frage, oder? Wer entscheidet, was man darf und was nicht, oder? Welche Werte sind, also weißt du, so was ist es, ja, welches Ding, oder? Für andere sind Mohammed-Karikaturen, also ja, das ist ja wie in der arabischen Welt, ja, nicht möglich, so. Wir finden, ja, das muss wie drin liegen, so. Sorry, tu mal nicht so. Und andere machen eben wie, zeichnen wie, so wie Stereotypen Juden und so das Holocaust-Ding wie aufnehmen. Yeah. Und wir finden, hey, es geht nicht, Mann, das muss weg. Oder, was ich auch könnte sagen, aber bei anderen seid ihr auch nicht so. Ja, yeah, ja. Yeah. Weißt du, ich meine? Und dort ist wirklich die Frage, oder? Wir gehen meistens bei Argumentation gehen wir immer von unseren Werten aus. Absolut. Und haben das Gefühl, das ist das Richtige und die ganze Welt muss sich jetzt nach uns richten und so. Ja, aber es ist wie ein sehr breites Ding, oder? Wenn man es jetzt wie runterbricht auf Cancel Culture, ich glaube, der Begriff, ja, es wird ja dann wie auch wieder gebraucht und wenn man da ja, weißt du, wird näher als auch viel als
Gegenantwort wie geben für Sachen, die einfach schlicht verboten sind. So. Ja, ja. Oder wo dann wie, ist jetzt Cancel Culture und so. Nein, du, das ist im Fall einfach Rassismus. Weißt du, ich meine. Absolut. Das absolut. Ist strafbar. So. Wir haben uns geeinigt, so. Dann sind wir bei etwas anderem. Weißt, genau. So. Dann ist es wie rechtlich relevant. Ja. Und bei all diesen Zwischentönen, das sind einfach deine Gefühle. Oder im besten Fall deine, ja, was so deine ja, es verletzt dich irgendwo. Aber das ist im Fall nicht rechtlich relevant. Das ist scheißegal. Ja. Yeah. Geh hey. Ja, und das finde ich extrem spannender Punkt, dass, was du vorher gesagt hast, dass man immer eben vom eigenen Wertesystem ausgeht, oder? Und ich glaube, dort sind die Leute zum Teil auch eben sehr festgefahren. Mit einfach das, was ich für richtig halte, so muss es sein, oder? Mein Lieblingsbeispiel ist so ein Western, Unforgiven, heisst der. Und alle in dem Film dort haben das Gefühl, sie haben das Richtige gemacht. Das ist so der Konsens, ja. Oder? In ihrer Welt haben sie das Richtige gemacht. Und effektiv liegt es irgendwann ein bisschen mehr da und manchmal hast du ein bisschen mehr Empathie jetzt für die Person. Das ist ja klar, in dieser Situation würde ich auch, oder? Dann schaust du irgendwie einen Film wie Joker, wo eigentlich Tat, wo er im Verlauf des Films, die Taten, die er macht, sind ja absolut verwerflich und rechtlich konsequent und nicht okay. So. Aber du kriegst einen empathischen Blick drauf, wo du sagst, ich verstand, warum das passiert. Ja, nachvollziehen. Hast du gesehen, Woodstock 99? Nein, das ist ja nicht klar. Okay. Also, die Geschichte ist eigentlich sehr simpel. Sie haben ein Festival komplett verwüstet, oder? Alle haben das Richtige gemacht. Und ja, und du schaust das und bist so, fuck yeah. Also, es gibt so ein hartes Gefühl von Befriedigung, wenn sie dann auf das ganze Glanz... Die Welt brennt. Ja, wenn sie das ganze Glanz zerstören, ja. Oder? Ja. Aber dort ist eben auch wieder das blöde Mehrheitsding, oder? Wo du dann, du schließest die Mehrheit an, weil dort einfach ein paar greedy Idiots... die eine Seite richtig dort, die Leute wie Tier behandeln. Ja. Oder? Dann sagen sie, also dann reagieren wir wie fucking Tier. Ja. Oder? Und ich probiere in meiner Welt, wo ich so ein gewisses Wertesystem habe, probiere ich immer extrem offen und mit offenen Augen und offenen Ohren zu sein. Um irgendwie auch andere Seiten zu hören. Weil ich habe das Gefühl, dort ist auch oft das Problem, dass man dann irgendwie sich automatisch gegen etwas anderes komplett verschießt, oder? Ich meine, meine persönliche Meinung, bin jetzt nicht SVP-Fan. Trotzdem ist... Bin ziemlich das Gegenteil. Die Haare noch ein bisschen hängen, dann würdest du aussehen wie der Sohn von Gerd Wilders. Ah, das finde ich schön. Da muss man merken. Ja. Aber wegen dem, nur schnell zum Satz fertig zu machen, habe ich nicht das Gefühl, dass bei der SVP nur Arschlöcher und Idioten sind. Ja. Oder? Mhm. Und das ist so etwas, wo ich dann genau auf die andere Seite natürlich auch muss sagen, bla bla. Mhm. Aber es ist grundsätzlich das, hey, man kann doch auch irgendwie auch mit anderen Meinungen, kann man doch irgendwie auch mal mit jemandem reden und dann vielleicht einmal der Person zuhören und dann vielleicht einmal die eigene Meinung sagen, ohne gerade zu sagen, du bist der dümmste Mensch ever, oder? Also so ein Credo von mir ist, nur weil jemand andere Meinung hat, ist die Person nicht ein Arschloch. Und in dem aber gibt es natürlich so viele kleine Facetten eben von der Navigation und das Problem bei dieser Haltung, die ich habe, merke ich zum Teil, ist, dass ich dann eigentlich schon fast davon muss ausgehen, dass die andere Person auch so denkt. In dieser Offenheit. Weißt du? Aha, dass sie auch so oder eine Diskussion haben mit dir. Ja. Und dort wird es dann wieder schwierig. Weißt du? Und ich bin jetzt mit dir, bin ich jetzt sehr gern darüber am Reden. Ja. Weil schlussendlich eben gar nicht, für mich gar nicht so wichtig ist, was sind die Meinungen, sondern weil ich mehr das Gefühl habe, das könnte sogar etwas bringen, dass wir über das reden. Oder? Aber ich bin schon oft, kürzlich wieder bin ich in einer, sag jetzt mal, Sitzung gesehen, wo dann so zwei, drei von diesen Themen aufgekommen sind. Und dann haben die untereinander, ein richtiges Streitgespräch geführt. Ja. Und dort merke ich dann,
da bin ich dann wieder aus. Also da braucht es mich wieder nicht. Ja. Da kann ich jetzt nicht dazu beisteuern, weil ich verstand bis diese Seite, ich verstand bis diese Seite. Aber ich kann da jetzt nicht, ich kann da jetzt nicht Richter spielen oder so. Ja. Und ich find eben, manchmal wird zu viel Wert auf so Zeugs gelegt. Manchmal wird zu viel. Ich glaube, das Ding ist doch, dass du die Sache kannst trennen von deiner Person. Weißt du, so wie wir diskutieren über ein Sachverhalt oder einen Umstand. Und du, ich bin dieser Meinung, du kannst dieser Meinung. Aber man tut es wie. Ich weiß nicht, wann das hat angefangen, aber dass man das nicht zur Person, der Sachverhalt, die Meinung wird zur Person. Weißt du, yeah, was ich meine? Yeah. Und kann das wie nicht mehr trennen. Und ich finde den dann ein Arschloch, weil du die Meinung vertrittst. Mhm. Aber nicht, weil dein Verhalten oder weil das, sondern weil du das wie. Das ist, glaube ich, der Ding, dass es wie einen gewissen Abstand braucht, für über so Sachen zu diskutieren. Ja. Yeah. Und ja, und dann kann man es wie auch trennen und kann dann wie ein Bier trinken. Absolut. Aber hast du nicht das Gefühl, dass du immer schon so gesehen? Ja, also, ich lebe jetzt in Bern und yeah, ich glaube schon, dass der politisch, also dass früher mehr noch war, dass Politiker von verschiedenen Parteien zusammen das Mittagessen oder so Allianzen hatten und so. Nicht, dass es nicht mehr gibt, aber schon auch weniger so. Mhm. Dass es wie sich die Gräben ein bisschen verhärten. Und wieder, ich meine, Arena, das ist ja wie, also, das ist ja wie nicht, es tut ja nicht mehr darauf rauslaufen, dass man irgendeinen Mehrwert aus dieser Sendung bekommt. Absolut. Es ist mir eine Vertretung, ein Festhalten von etwas, was am Anfang gesagt ist worden, bis zum Schluss. Yeah. Und alles verneinen, was nur in die Richtung geht oder was deine Grundhaltung könnte wie angreifen. Mhm. Und das ist so, weil niemand mehr kann sagen, so, hey, stimmt, ja, fuck, du hast recht. Mhm. Du hast voll recht. Aber weil dann heisst es, ja, aber am Anfang hast du das gesagt. Ja, ja, ja. Aber du hast doch mal das gesagt. Ja, aber ich finde wie, in dem Punkt, ja, voll. Aber hast du nicht das Gefühl, ich bin jetzt der Meinung, das ist weniger ein Gesellschaftsproblem. Es wird zum Gesellschaftsproblem, weil sich das natürlich auch übertreibt. Aber das Gefühl, gerade zum Beispiel Arena, es ist ja ein effektives Medienproblem. Dass früher die Arena ist eine Sendung gesehen von einem von ganz wenigen Sendern, die du an einer Hand hast können abzählen. Und das Ding hat auf Quote gehabt. Und dann hast du ein paar Leute eingeladen aus Gesellschaft und hauptsächlich Politik. Und die haben dann irgendwie über ein Thema diskutiert. So. Mhm. Und heutzutage ist es, man muss Quote bolzen, es muss irgendwie fantastisch daherkommen, es muss irgendwie Sensation dort passieren. Mhm. Also nimmst die extremste Person ja, auf dieser Seite und du nimmst die extremste Person ja, auf dieser Seite und du lässt die wie im Kolosseum ja, lässt sie ja, oft aufeinander kämpfen. So. Genau, lässt ja, sie aufeinander zerfleischen. Ja, das wäre fast spannender, wenn es eher so rein würde, reinlassen. Müsste Arena wirklich ja, eine ja, Arena werden. Das wäre schon cool. Wo du wirklich so, ja, wer würdest du gerne sehen, kämpfen? Jacqueline Badran kriegt den Pfeilbogen. Ja, gegen? Gegen Van Amor. Ja gut, jetzt dann natürlich noch der Maurer. Uli Maurer. Die ja, sind, glaube ich, mega gute Freunde. Also nicht mega gut, aber die kennen sich und die mögen sich anscheinend. Ja, und dann müsstest du mal kämpfen. Das wäre cool, ja. Aber ich glaube, dort ist das eben auch das intensive, eben, man muss es übertreiben, man muss irgendwie in das Extrem gehen, damit es irgendwie noch funktioniert, oder? Und, ja, ja, und irgendwie. Es ist ein bisschen, ich glaube, das ist so das Ding. Ich glaube schon, das ist ein bisschen das Zeitphänomen. Weißt du, so wie, du gibst nichts zu, bis man es nachweisen kann. Und dann gibst du auch nur das zu, was man dir nachweisen kann. Es ist yeah, sehr selten, dass jemand sagt, hey, fuck, ich habe es verkackt. Ja. Yeah. Verkackt, tut mir leid. Ja. Yeah. Es ist mega so wie, ja, ich weiß nicht, von was du redest. So. Ein Problem ist natürlich, und klar, ich sage jetzt mal, die Endfolge von dem ist Cancel Culture, aber das Problem ist natürlich, dass heutzutage jetzt mittlerweile über Jahrzehnte alles festgehalten ist. Dass, wenn du jetzt zum Beispiel etwas öffentlich sagst, schreibst, was auch immer, 20 Jahre später immer noch holds die ein, immer so, noch nicht mehr Bestand ja, hat. Und mit früher, ich finde das immer so lustig, wie irgendwie trockene Alkoholiker und Ex-Junkies und was weiß ich,
die sagen, hey, ich bin früher, oder auch, ich bin früher Neonazi gesehen, alles so Zeugs, oder? Ist das so? Die sagen, nicht ich, nein, aha. Aber weißt du, die sagen das und dann kriegen sie Applaus. Und jemand, der früher ein bisschen eine andere Meinung hatte und sich entwickelt hat und gefunden hat, ich habe auch dazugelernt und so, wird dann für das angegriffen. So, ja. Das stört mich natürlich massiv. Ja. Und das ist sicher ein Phänomen von der Neuzeit, weil früher hast du gar nicht können jemanden angreifen für etwas, was sie 20 Jahre vorher gemacht haben. Mhm. Oder? Aber ich habe das Gefühl, das ist auch immer so ein bisschen, man muss immer aufpassen, das ist jetzt ein bisschen Momentaufnahme. Weil eben, das pendelt sich ja schon langsam aus. Vor 5 Jahren hat die wahrscheinlich gesagt, Cancel Culture existiert. Und dann warte ich aber ein bisschen. Zeit zeigt so viel, oder? Warte. Was zeigt Zeit? Dass sich wie so ein bisschen wieder das Pendel umschlägt. Ja, es tut sich wieder einpendeln. Es schlägt extrem aus, aber es pendelt sich dann wieder ein, oder? Es schlägt dann eben auf die andere Seite extrem aus. Aber das, eben, das ist aber das ist ja so alt wie die Menschheit. Also, ja, aber watch das? Also, das nein, ja, aber. Das aber, kann ja nicht die Antwort sein. Nein, aber wenn ihr eine Antwort habt, dann würde ich sie gerne sagen. Es geht ja mehr auch irgendwie darum, als das zu nehmen, was es ist, und es irgendwie zu akzeptieren und in dem dann innen sich wieder navigieren. Ja, ja. Also ich glaube, improvisieren ist für mich so ein Grundkern von allem. Oder? Hast du schon mal etwas wie an deinem Programm angepasst, weil es jemandem nicht hat gefallen? Oder hat es das mal gegeben? Ja, hat es auch schon gegeben. Einzelsachen, oder? Ganz kleine Sachen. Ja. Ganz kleine Sachen, wo ich dann so wie merke, ist nicht nötig und hat etwas Spezifisches, wo mir noch ist, gesagt. Verletzt, dann habe ich es gefunden. Okay. Ja, also, ja. Ist nicht mein Ziel, ja, oder? Ja, logisch. Und der Einsatz von einem Lacher zu dem Ergebnis hier ist meine persönliche Entscheidung. Eben. Ist wieder meine Adaption. Ich hätte auch reaktionär sein und sagen, ich bin Künstler, ich mache nur das, was ich will. Aber ich ist ja auch, das reaktionär? Ich würde ja natürlich ist das. Ich bin Künstler, ich mache, was ich will. Ist für die reaktionär? Im Wissen, ich weiß es, denke schon. Ja, aber Wissen von, du tust jemanden, der dir noch ist, wo dir die Gefühle wichtig sind, tust verletzen. Bei anderen, wo einfach. Aber das ist auch schon ein bisschen Kunst. Es gibt den Schriftsteller Karl Ove Knausgaard, der hat so irgendwie 5 Bände geschrieben, so Tagebuchmäßige Einträge. Und hat es aber wie bis zur Veröffentlichung nicht geteilt. Und hat mega privates Zeug so geschrieben. Also wirklich alles, was er denkt, hat er aufgeschrieben. Die Essenz von dem ist, glaube, die Frau hat sich scheiden, die Familie ist verstritten und so. Aber Kunst hat gewonnen durch das. Ja, und wenn er das hat wollen, dann Kudos to him. Ja, okay. Ja. Aber ja, ich glaube, es ist mehr so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, reaktionär ist es wie nicht. Es ist einfach Asi. So drauf schiessen, was eigentlich das schon ansehen. Und ist es? Hat, ja. Aber ich glaube, Kunst gewinnt. Leider. In dem Fall. Weil wenn Kunst sich immer daran gehalten hat, was andere denken, dann wäre Kunst nicht die Bedeutung, die sie hat. So. Absolut. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe für mich aber auch gelernt, meine Kunst ist in meinem Wertesystem jetzt auch nicht das Wichtigste. Also weißt du, es ist das, was ich über alles liebe und es ist meine Passion, aber eben für mich und meine Kunst verändert sich nichts, wenn ich jetzt den einen Joke wegnehme. Fair. That's it, oder? Ja. Weil eben, ich sage dort, der Einsatz ist viel weniger hoch als für den Verlust, den ich dort habe. So einfach. Fair. Aber es kommt ja auch sehr darauf an, in welchem Bereich man das macht. Also ich meine, Aktivismus in irgendeiner Art und Weise ist ja auch Kunst. Also je nachdem was... Wenn man sich an Bilder klebt, ist sogar sehr, sehr grosse Kunst. Genau, dann ist es Instant Art, oder?
eben, dort geht es ja immer ein bisschen darauf an, was ist dein persönliches Ziel. Und ich finde, Stand-up-Comedy ist eine Kunstform, ja. Mhm. Aber Stand-up-Comedy ist für mich jetzt nicht, eben, ist jetzt nicht... Erwartest du jetzt nicht einen Literaturnobelpreis? Nein, und das ist auch nicht die Kunstform, die die Welt soll verändern für ja. mich. Unterhaltung. Hey, ja. Voll, ja. Und zwar, für mich ist es Comedy first. Also wirklich, es muss fucking lustig sein. Ja. Oder? Ja. Das ist mein Hauptziel. Mhm. Und was dazu kommt, eben, so Mails, die ich dann nachher kriege, aufgrund von etwas, was ich irgendwie in diesem Rahmen noch sage, mhm. das ist umso schöner. Mhm. Und das ist ein von den Gründen, warum ich es mache. Mhm. Aber auch wenn die Leute nur würden sagen, ich habe mir den Arsch abgelachen, that's it. Fair. Denn es ist für das, wo, also ja. es ist ja das, was alle drin finden so, oder sehen. So. Dann bin ich happy. Mhm. Dann gibt mir das gute Gefühl und mhm. das ist auch das, was ich will erreichen. Oder? Weil mein grösstes Glücksgefühl ist, wenn jemand nicht mehr von lachen kann. Ja. Also wirklich, das ist, ich finde nichts geiler, wenn es einfach ja. jemand verrisst. Weißt du, ja. dass sie wirklich ja. einfach, es hört nicht auf und sie mir irgendwie Luft holen und so. Oder? Mhm. Und das will ich erreichen. Ja. So einfach. Das ist mein krankes Hirn, das sagt, genau dort will ich hin. Und es gibt ein paar Hindernisse auf dem Weg. Und gewisse muss man höher nehmen, gewisse muss man weniger hoch nehmen. Aber wie komme ich an das hin? Oder? Mhm. Und zum Bogen schließen zuvor, dass ich das Gefühl habe, es ist, wie du sagst, es pendelt links, rechts und willst du das überhaupt? Es ist einfach schon immer so gesehen. Und die Leute haben immer so das Gefühl, so wie es jetzt ist, so extrem, was auch immer, ist es noch nie gesehen. Weil es einfach, das würde ich nicht sagen, ja. Okay, das ist sehr pauschal gesagt. Aber es ist oft so, es geht jetzt mega in die Richtung, aber es ist ja immer eine Momentaufnahme. Und irgendwie schaust du dann, wie gewisse Weltereignisse sich entwickeln. Und dann merkst du, aha, bleiben wir jetzt mal bei Covid, ist bei der Pest damals nicht groß anders gesehen. Stimmt, ja. Also weißt du, dort haben auch die einen gesagt, du darfst nie im Moment Augen schauen und die haben es gemacht und andere haben gesagt, ist mir scheißegal und das Ergebnis ist etwas Gleiches gesehen. Dann, keine Ahnung, wo Trump gewählt worden ist, hat man gesagt, wow, das Land ist noch nie so gespalten gesehen. Stimmt. Und dann sagst du, ja, was ist mit dem Vietnamkrieg? Also dort haben sich die Leute fast auf der Straße oder nicht nur fast, sondern zum Teil verschlagen, weil die einen sind dafür gewesen und die anderen sind dagegen gesehen. Und irgendwie, man nimmt dann oft gerade die Momentaufnahme und sagt, oh, so wie jetzt, puh, scheiße, oh. Aber das ist ja schon, also weißt du, so wie meine Bücher verbrennen, ist nach bei Cancel Culture. Weißt du, so, es gibt ja wie Sachen, wo eine Tendenz haben, wo man wie muss achtsam bleiben. Und nicht einfach nachher wie sagen, ja, das pendelt sich ein. Also, weißt du, Tendenzen, wo der Trump ist gewählt worden, was schon so ein bürgerkriegsähnliche Zustände hat gegeben, wenn mhm. sie das Kapitol stürmen mit ihren Büffelhörnern. So, das ist ja schon absurd. Also, absolut. Kannst du dann nicht wie echt sagen, ja, im Moment Aufnahmen, dann sagen, ja, aber es pendelt sich wieder ein. Das ist ja schon irgendetwas, wo du musst sagen, so, ja, also da muss man schon ein bisschen achtsam sein. So, absolut. Meine, es ist auch. Aber da kannst du ja nicht, weißt du, wie ich meine? Das bis der rauskommt, ist ja dann auch Midterm Elections gesehen. Und es ist klar, es ist extrem entscheidend, was dort passiert. In so Sachen bin ich auch sehr achtsam und sage nicht, das pendelt sich hier. Es ist gefährlich und man muss aufpassen, wo es überhaupt angeht. Es ist aber für die einzelne Person nicht massiv lebensverändernd. Und ich weiß, das ist sehr plump gesagt, aber es pendelt sich. Ja, aber es kann schon, also im Schluss vom Tag kann es schon für die einzelne Person lebensverändernd sein, wenn jeder so denkt. Wo im Kollektiv dann etwas entsteht, das du nicht mehr kannst aufhalten kannst. Und dann ist es zu spät. Weißt du, dann kannst du nicht mehr zurück. Auf was beziehst du das jetzt? Es gibt 1000 Beispiele. So. Es ist ja nur ein Radiosender, der Ruanda. Ja. Yeah. Fehlen ein paar. Und dort ist schon wie, ich hätte sagen, ja, es ist ja nur ein Moment aufgenommen, es ist nur ein Radiosender, es ist nur
Oder? Und ich glaube einfach, dass man wie wachsam ist, dass man sich nicht von Extremen verleiten lässt. Und da muss ich selber auch aufpassen. Weißt, ich bin auch nicht geweiht vor dem, dass ich wie immer so frage, hey, ist das jetzt wie gut? So? Oder ist das jetzt wie, weißt du, so wie wenn eben, ich finde es dann wie, ob jetzt irgendwie so extreme Kreise verlangen, dass jemand nicht mehr auftreten darf, oder andere extreme Kreise verlangen, dass jemand auftreten darf, ist dann wie nicht mehr. Es reicht schon, dass extreme Kreise plötzlich eine Plattform bekommen, wo sie sich wie können Forderungen stellen können und das Gefühl haben, dass sie in Mehrzahl sind, weil sie sich so als Individuen plötzlich im Internet treffen und das Gefühl haben, ah, ich bin gar nicht allein, das ist ja normal, ich kann ja das wie sagen, das ist ja easy. Yeah. Und dort ist so, ja, glaube ich, ist wie, ja, dort merke ich für mich selber, dass ich wie dort aber auch ein bisschen drin. Yeah, weißt du, wenn du wie irgendeinen Dude siehst im Internet, dann denkst du, nee, der hat recht. Und dann merkst du, wer es ist. Ja. Yeah. Und das ist einfach eine Momentaufnahme, wo er dich so wie, er nimmt dich wie mit. So, er hat es wie geschafft. Er holt dich wie ab. Ja, ja, ja. Und dann merkst du, wer es ist. Und dann denkst du, wow, wow. Wow, zum Glück kann ich, also weißt du? Aber du merkst jetzt, wer das ist. Oder du hast das können merken. Und dann denke ich so, Bücher verbrennen ist Beispiel gesehen. Dann sind einfach keine Bücher mehr rumgesehen. Also dann, das war's dann. Und heutzutage ist es... Also einfach nicht von den Autoren, die dir gefallen. Es hat schon Bücher gegeben. Schon klar. Aber ja, einfach... Aber wenn jetzt heute von Autor XY Bücher verbrennt werden, dann sagt Autor XY, übrigens, hier mein Blog. Also weißt du, das meine ich. Es ist, in dem Ganzen hast du viel mehr Möglichkeiten. Ja. Und du, umgekehrt, hast früher einfach gar nicht mehr gewusst, dass Autor XY existiert. Weil... Du warst dann irgendwie geboren worden und die Bücher sind nicht rum und somit hast du keine Ahnung davon, oder? Mhm. Aber hättest du umgekehrt auch nicht können sagen, ich lese jetzt mal die Bücher und sagst dann, die Meinung stimmt, und hättest dann vielleicht aber auch nicht gewusst, wer die Person ist. Und heute ist, ja, Achtsamkeit ist sicher ein grosser Teil von dem, dass man sich halt einfach bei vielen Sachen bewusst ist, oder? Dass halt einfach irgendwie, keine Ahnung, eine WhatsApp-Weiterleitung jetzt dann vielleicht nicht die gleiche faktische Garantie hat, wie etwas, wo viermal gegengecheckt worden ist. Und grundsätzlich all das, was in der Welt passiert, immer noch mit einer Prise von Vorsicht entgegenzunehmen ist, oder? Ich sage auch nicht, dass man das nicht konsumieren kann. Ich meine, ich finde es ja wie spannend. Ich gehe doch gerne in die Abgründe von Telegram. Weißt du, ich meine, es ist wie... Die Hauptzeit vor der Pandemie habe ich Attila Hildmann zugeschaut, wie er ins Verderben rennt. Ja. So. Und ja, das wie voll mit voyeuristischem Ding habe ich das wie verfolgt. Es ist ja spannend gefunden. Es ist ja eigentlich Dschungelcamp, ohne dass das noch Kameras sind. Ohne Filter. Ja. So, es ist einfach... Ja. Aber gleichzeitig so wie... Hat es schon etwas, was so eine Sorgwirkung, weißt du? Es hat schon etwas, wo du musst eben wie... Es hat wie auch immer auch Spiegel. So. Mhm. Oder wie plötzlich Sachen erkennst in dir, wo du so denkst, durchaus Tendenz erkennbar. Also weißt du, so nicht, aber das sagst du ja wie zu dir selber, so, hey, da muss ich ein bisschen schauen. So. Und das ist ja deine grosse Gabe in dem Fall, dass du auch eine Selbstreflexion hast, oder? Ich finde, Leute, die Comedy machen und grundsätzlich in der Kunst, tun sich ja auch immer wieder eben mit beschäftigen, wie bin ich in dem Ganzen? Wo stand ich? Wieso reagiere ich jetzt so? Also im besten Fall ist das so, ja. Ja, es hat dort viel eben mit dem eigenen Ich und auch dem Ego und irgendwie allen komischen Eigenheiten, die irgendwie in dem Hirn rumschwirren. Das hängt irgendwie alles zusammen. Und ich finde, damit wir über all das so können reden, braucht es ein Stück weit Selbstreflexion. Und eben, auch wie du sagst, dass mal jemand sagt, hey, ja, bin ich falsch gelegen. Man kann sich ja auch verändern, man kann ja eine Entwicklung durchmachen. Und Achtsamkeit und Selbstreflexion sind in dem Fall sehr nah beieinander.
jetzt von den Begriffen her. Aber es ist effektiv das, oder? Es ist wirklich sich nicht komplett verschließen, oder? Irgendwie, ah, so, okay, das könnte auch noch sein. Ja, und so wie berichten oder offen sein für einen Standpunktwechsel. So. Ja, finde ich fair. Aber vielleicht auch, wie akzeptieren, dass es wie auch mal eine andere Zeit gegeben hat, wo ein anderer Zeitgeist gewirkt hat. Weißt du, dass man das auch nicht ausklammert. Ja. Yeah. Dass man es immer auch in einen Kontext setzt. So genau. Das, Ding, so. Also das sage ich auch. Ich meine, natürlich hat ja, das nicht wollen verneinen. Also einfach yeah, yeah. Wollen, wie dazu sagen, oder? Dass du wie kannst, ich bin jetzt mehr einer, der findet, ja, eine Statue jetzt nicht zwingend echt wie abreißen, sondern eher aufklären, wer ist das? Oder wer hat das hat der gemacht? Wie hat der sein Geld verdient? So. Dann würde andere sagen, ja, aber du bist ein weiser Zisma, du hast eigentlich gar nichts zu sagen so, zu dem. So, fair. Aber das ist meine Meinung zu dem. Dass ich wie finde, so, hey, es ist gleich, es hat wie einen Geschichts-Einfluss zu unserer Vergangenheit oder so jetzt. Oder unserer westlichen Vergangenheit. Wo wie fair ist, wenn man das nicht einfach so tut, als hätte es nie existiert, sondern dass man das so wie anerkennt und sagt, so, hey, schau, das hat ein paar Zeit gegeben, das war ein bisschen anders gewesen. Ja, absolut. Und das ist ja eigentlich die große Herausforderung, die man jetzt hat, oder? Mit den heutigen Standards, wo man schafft, wo man im grossen Teil sich gesellschaftlich darauf geeinigt hat. Also eben gewisse Sachen sagt man einfach, das ist rechtlich schon immer okay, bei anderen ist man so ein bisschen am Finden, was geht, was geht nicht. Aber dass man die Welt, wie sie gesehen ist und wie sie sich entwickelt, dass man die auf die heutigen Standards anpasst, ohne dass... Also auf unsere heutigen Standards, wahrscheinlich, hoffe ich jetzt mal, oder... Auf genau. Und das eben, Statue ist ein gutes Beispiel. Statue ist ein bisschen das Problem von so ein bisschen Verherrlichung, oder? Das verherrlichende Symbol. Das heisst, auf dieser Seite verstand ich, wenn man sagt, ich will nicht mehr, dass das irgendwie tagtäglich da irgendwie so präsentiert wird, aber ich bin absolut in der Meinung, dass mit einem Wegnehmen, man das ja dann auch wie oft ausblendet und so tut, als hätte es nicht existiert. Oder? Und das sind eben genau die Punkte, so ein bisschen die Herausforderung, die man heutzutage hat. Wie kann man sich in dem richtig auf die heutigen Standards anpassen? Oder? Und aber es sind ja immer wie unsere Standards, weißt, so unsere westlichen Standards. Und wir werden in eine Zeit kommen, wo wir nicht mehr, also weißt, wo wir nicht mehr so, wo Amerika nicht mehr so die Hegemonialmacht ist, was ist und so vorgibt, was jetzt wie der Konsens ist, wo wir uns drin befinden, sondern dass andere Mächte es machen, wo ein anderer Standard herrscht. So. Und das Level ist dann schon nochmal ganz anders. So. Dort geht es dann um Grundrecht. So. Und dort dann so wie... Das wird extrem spannend. Weil das ist nochmal ein anderer Gap. So. Definitiv. Definitiv. Und apropos, du bist während Corona bist du auf Japan? Nein, das war ein bisschen vorher. Ist es vorher gewesen? Ja, nein, das war ein bisschen vorher. Aber wir haben so wie es lustig gefunden, Masken anzulegen, weil die so Leute haben Masken dann angehabt. So haben wir so Masken gekauft und haben so uns lustig gemacht. Ah, ohne Scheiß. Aber ich habe das Gefühl, während Corona habe ich das dann gesehen. Ja, es ist einfach wie ein bisschen geschnitten und wieder auf. Es, okay. Das wirkt auch, als wäre ich zwei Jahre da gewesen. Wirklich, jetzt ist es, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr als 10 Tage gewesen. So. Ja. Und jetzt eben mit der Maske wirkt es noch so, als wäre es in dieser Zeit gewesen. Dabei ist es einfach so, wie haben wir es mal ausprobieren. Yeah. Und dann war es gar nicht mehr so lustig gewesen, eigentlich jetzt, so im Nachhinein. So ein der Effekt ist komplett verloren. Das heisst, dort ist ja genau das passiert. Du hast eigentlich die westliche Welt schon sehr früh. Genau. Ja. Andere Standards angepasst und dann gemerkt, aha, das ist jetzt da so. Ja, gar nicht so, ja. Ah, du bist gar nicht so lange gesehen. Ich habe wirklich gedacht, du bist mega lange da. Ja. Ich glaube, der Frank hat mir das sogar noch gesagt. Ja. Oh, gesagt der ist immer noch da. Der ist gar nicht zurückgekommen. Der Horst ist mega lang in Japan. Ja, lebt im Internet. Ist jetzt im Internet eingebürgert worden. Nein, es ist wirklich so, ich bin gar nicht so lange dort gewesen, aber es war mega cool gewesen. Auch einfach eben dort schon mit einem ganz anderen Ansatz von, also ja, mega nahe am Westen, aber gleich auch so einen anderen Ansatz von, wie man Kultur lebt. So. Yeah. Und sie sind zum Teil auch, kann man glaube ich sagen, sie sind schon
sehr konservativ in allen Belangen. So. Es wird halt so ein bisschen übermalt, so mit dem glitzerigen, abgefahrenen Zeug. So. Durchgeknallt sind sie auch ein bisschen. Aber im Kern sind sie super konservativ. Und wir, also der West tut, hat das halt so ein bisschen wie, ich weiß auch nicht, man tut so viel auf das Projizieren, weißt du, so mit dem. Die haben so einen zu anderen Zugang zur Kultur und die leben das so. Und das ist so, weißt du, das ist so ein Grossmeister, der seit 100 Jahren irgendwie so Klingen schleift und so. Aber das dort, auch so die Aufstiegschancen innerhalb der Gesellschaft sind mega klein. Also, es ist wirklich so, denn in dem Jahr, wo wir sind gegangen, sind glaube ich irgendwie 9 Flüchtlinge aufgenommen. So. Ja, krass. Und ja, das ist wie ein anderer Ansatz, aber die würde jetzt niemand kritisieren, oder? Und aber es ist wie cool, können wie reinzuschauen in das so und wie gesehen, dass man einfach nichts verstanden hat, nichts. Yeah. So. Ich könnte nicht sagen. Es ist mega kompliziert. Sogar für sie selber ist es mega kompliziert, weil es so viele so ungeschriebene Erwartungen gibt. So, wo man wie voraussetzt, dass die andere Person wie weiss. Und sie würde nie sagen, so, hey, es geht nicht. Aber wahrscheinlich läuft es nicht so, dass sie sich einfach nicht melden bei dir. Weißt du, so wie. Oder irgendwie, dass sie es dann so umschreiben, so, dass du, eben wie, du das Gesicht nicht verlierst. Aber für uns ist es so wie. Wirkt so, als wäre es. Ja, so ein kleiner Hinweis, so. Aber eigentlich ist es wie sehr deutlich so, hey, du, hör sofort mit dem auf. Aber sie sagen es halt wie netter. So. Ja. Ist das jetzt ein Wink, dass wir den Podcast aufhören? Das hast du jetzt hier draus gemacht, aber es ist der Wink in dem Fall, ja. Hey, wir haben schon über 2 Stunden gemacht. Was? Ja? So lang? Ja? Das ist mir nicht so vor, aber ja. Es hat mich sehr gefreut. Was steht noch an? In nächster Zeit? Bei mir nicht so viel. Einfach, wir haben ja noch einen eigenen Podcast. Ja, Berner Jugendtreff. Ja. Kann man vielleicht auch mal reinhören. Sehr lustig. Genau. Ja. Ja. Und sonst geht es dann nächstes Jahr weiter wieder, ja. Willst du irgendwann mal ein Solo rausbringen? Du meinst für die 5 Leute, die es schauen können? Hey, das meinst du eben. Also, ja. Da sind wir dann wieder in der Definition von genau, erfolgreich. ich glaube schon, dass das wieder Plan wäre für mich. So. Oder eigentlich schon so das Ziel. Irgendwie habe ich bin noch nicht so, Geist ist noch nicht so ready für das. Yeah. Aber ich bin schon, ich glaube, ich tue das, wenn ich wie spüre, jetzt ist es wie stimmt, so, wenn ich wie mit allem so das Gefühl habe, jetzt stimmt es, dann mache ich es so. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn es auch immer ist, weiterhin viel Erfolg. Merci vielmals. Und schön, Hast du den Podcast eingeladen? Ja, stimmt. Ich habe die ursprünglich eingeladen. Und es ist einfach sehr lang gegangen, bis wir es gemacht haben. Aber schön, es klappt. Auf jeden Fall. Freut. Merci vielmals. Danke vielmals auch im Christoph. Und mach es gut. Bis bald. Tschüss. Peace.